Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge des Towntown Talk. Heute auf unserer Liste der Star Wars Film Rogue One, A Star Wars Story. Und wieder mal wurde das gesamte Star Wars Wissen hier in dem Podcast versammelt. Da wären mal wieder live aus Vaders Festung auf Mustafar, ein dunkler Lord des Sith, die Andrea. Hallo Andrea. Hallo, ich heiße euch willkommen. Von den sonnigen Stränden Scarif zugeschaltet und ich hoffe noch ohne Sonnenbrand, der Helge. Hallo Helge. Moin. Und eigentlich sollte jetzt noch live aus Jedha City der Sebastian sein, mit einem ganz miesen Gefühl dort zu sein, aber er kann heute leider nicht. Vom Bahnsteig zurück, Tim. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Ich muss zum Gleis 9¾. Aber er hat uns ein paar Notizen hinterlassen und die werden wir nachher nochmal durchgehen. Okay. Wie geht's euch, beiden Hübschen? Gut. Also Sonnenbrand habe ich nicht, aber mir geht's auch gut. Das ist schön. Das ist schön. Mir ist auch nicht, mir geht's auch gut. Heute ist der 28.01. Es ist immer noch 2021, also jeder weiß, was das bedeutet. Habt ihr in der letzten Zeit oder letzten Woche irgendwas Spannendes erlebt oder gelesen, geschaut, außer Rogue One? Irgendwas, was ihr kundtut? Also ich nur, dass die Dreharbeiten zu Endor begonnen haben und die ersten Bilder geleakt worden sind. Ja, genau. Keiner von euch wandert. Also ich kann auch... Oh, nee, das nicht. Ja, das Einzige, was ich gerade mache, was ich euch privat ja, glaube ich, schon gesagt hatte, dass ich Clone Wars gucke in chronologischer Reihenfolge. Oh, fleißig dabei, ist gut. Ist schon ein bisschen Arbeit verbunden. Ja, das stimmt. Ich muss dazu sagen, ich bin bei The Clone Wars Staffel 1, Folge 17. Wow. Habe angefangen zu gucken. Sehr gut. Das ist sehr gut. Okay, kommen wir kurz zu den News. Ich habe hier ein paar wahrscheinlich schon ältere, aber auch, ich denke, frischere News. Ganz kurz, zum Beispiel heute kam, glaube ich, gut, ist jetzt nicht Star Wars mäßig, aber Disney Plus hat das, oder es wurde veröffentlicht, was als bei Disney Plus und das da läuft, unter anderem Deadpool, Stirb langsam, Planet der Affen, Kingsman, Walking Dead Serie. Und worauf ich mich besonders freue, ist Akte X, die Serie. Ich glaube, Ende Februar geht es damit los und wird natürlich wieder teurer um 2 Euro, soweit ich weiß. Aber mal schauen, wann das dann so genau losgeht hier in Deutschland. Des Weiteren wurde veröffentlicht, warum es nochmal veröffentlicht wurde, weiß ich nicht, die Star Wars Kinotermine. Also es steht jetzt am 22.12.23 Rogue Squadron an. Können wir uns schon mal Urlaub nehmen, wenn der Tag dann bleibt. 2 Tage vor Weihnachten, ist natürlich auch nicht schlecht. Und am 19.12.25 und am 17.12.27. Also bleiben sie tatsächlich auf den Dezember-Termin. Ja. So ja gut, ja, das ist ja eigentlich, ich glaube, hatten wir das Thema im letzten Film. Das ist ja auch der umsatzstärkste Zeitraum, sage ich mal. Also ich glaube, wirtschaftlich gesehen machen sie da alles richtig. Und warst du es nicht, Andrea, die gefragt hat oder die ausgesprochen hatte, wer geht im Sommer bei 30 Grad im Schatten draußen ins Kino? Ja, genau. Deswegen also, finde ich das ja, auch ziemlich cool. Natürlich, natürlich. Ich bleibe immer noch bei meiner Meinung, dass Star Wars in den Mai gehört, aber das ist natürlich... Das kann natürlich ja, aber sein. Das hat halt in der George-Lucas-Ära geklappt, aber halt nicht mehr jetzt. Ja, na irgendwie klar. Aufgrund von Disney hat sich das alles irgendwie in den Dezember verschoben. Also ich, wie gerade angesprochen, aus wirtschaftlicher Sicht verstehe ich das vollkommen, dass ich einen Film im Dezember in den Kinos besser anläuft als Mitte des Jahres. Darum verstehe ich das vollkommen. Weiß also. Ich gar nicht. Also warum sie es gemacht haben schlussendlich. Aber ich denke, auch alle wären trotzdem im Mai oder im Hochsommer ins Kino gegangen. Also wir kennen ja auch, ja, nur, aber kennen ja auch nur Deutschland. Okay, ja, vielleicht geht in Deutschland da der Kinobesuch ein bisschen runter. Aber global gesehen und fansmäßig ist das, glaube ich, können sie auch am was weiß ich, was für einen Tag das machen und es würden trotzdem alle ins Kino stürmen. Ja, das heißt, wenn die Kinos
jetzt die Pandemie überhaupt überleben, ne? Das steht ja auch noch in den Sternen. Das steht auf einem anderen Blatt Papier, genau. Bis 23 ist noch viel Zeit. Wobei, wir wollen es hoffen. Ich möchte unser Kino echt nicht missen, ne? Sneef. Ich vermisse das schon so sehr. Des Weiteren wurde noch außerhalb von Star Wars bekannt gegeben, dass im Mai, 7.5. soll wohl schon Black Widow jetzt nochmal ins Kino kommen. Also wieder ins Kino kommen. Wieso wieder? Es war doch noch nie im Kino. Ja, aber es ist ja schon auch x-mal verschoben worden. Ja. Was ja auch verständlicherweise auch ist. Und ob Mai da realistisch ist, glaube ich auch noch nicht. Ich glaube, Warner Brothers hat alles gecancelt. Alles, was dieses Jahr ins Kino kommen sollte, wird entweder auf HBO Max laufen. Ja, oder wird auf HBO Max laufen. Da sind, glaube ich, schon einige Kracherfilme dabei. Und wir schauen da erstmal in die. Ja, Runde. Wer weiß, ob Disney nicht. Naja, Disney hat es vorgemacht mit Mulan, ne? Ja, aber auch. Wer weiß, ob Disney nicht auch den einen oder anderen Film da versuchen, drüber zu vermarkten. Nee, der Preis war. Über den Preis brauchen wir da nicht diskutieren, den sie da für Mulan haben wollen. Nee, das hätte absolut ich auch nicht. Ich weiß nicht, für Black Widow würde ich überlegen, glaube ich. Ob ich die 20 Euro nee, hinlegen würde. Nee, definitiv nicht. Nein, würde ich nicht. Nein. Wenn es der Preis von einem Kino gewesen wäre, von einem Kinofilm, 12 Euro, okay, ja, ja. Hätte ich gesagt, schauen wir mal. Aber nicht dafür. Nur damit ich es dann 3-4 Monate früher auf Disney Plus zum Beispiel sehen kann, habe ich mir gesagt, ne, das lohnt sich dann nicht. Naja, reden wir nochmal drüber, wenn es soweit ist. Und dann. Star Wars wäre die einzige Ausnahme. Ja, genau, ja, man weiß. Dann soll ein Buch rauskommen, was ich glaube ich sehr gut cool finde, eine Skywalker-Biografie. Also da werden wohl alle Skywalker, egal ob hineingeboren oder ausgewählt, in diesem Buch die Familiengeschichte erzählt. Also wird alles zusammengefasst, was jemals auf dem Bildschirm war oder in Comics war und in Büchern war, wird halt zusammengefasst zu einer Autobiografie der Skywalker-Familie. Wahrscheinlich so wie die Kennedys oder so, keine Ahnung. Dann schon aktuell, dass der Schauspieler, Alan Tudyk, der K2SO spielte in Rogue One, nicht in der Spin-Off-Serie Andor vorkommen wird. Das hat er selber bekannt gegeben. Aber er hält sich noch alles weiter offen für weitere Staffeln. Wobei er da auch Druck gemacht hat wohl, weil er auch nicht mehr der Jüngste mit 51 ist. Aber naja, ich glaube so über 50 war er jetzt schon. Oder ist er? Sieht man ihn auf jeden Fall nicht Jetzt an. Bin ich aber enttäuscht. Nee, ich glaube nicht ganz. Ich glaube 48, 49 ist der. Ende 40 ist der auf jeden Fall, meine ich. Ja, wahrscheinlich spielt es. Man weiß es ja auch nicht. Wir wollen nicht vorgreifen auf Endor, aber wer weiß, wann es spielt. Dann scheint es ja noch vor den Treffen der beiden zu spielen. Also. Produktion von Mandalorian Staffel 3 beginnt im April. Könnte es sogar, ja. Ihr beiden meintet ja auch, dass das dieses Jahr noch rauskommt. Oder zusammen mit Boba Fett Ende des Jahres? Sie haben tatsächlich den Dreh, ja, dieses Jahr. Aber die Ausstrahlung haben sie ja schon verschoben auf, ich glaube, früher 2022 oder so. Vermutlich nach Book of Boba Fett. Glaube ich auch. Obwohl ich noch nichts gelesen habe, dass Book of Boba angefangen wurde zu drehen. Nee, das habe ich auch noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass er das schon angefangen hat zu drehen. Da, wenn die den Ende des Jahres rausbringen wollen, dann sollte, oder zumindest anfangen wollen, dann sollte das eigentlich passiert sein, würde ich mal behaupten. Ich bin jetzt nicht so der Film-Drehexperte, aber. Ein bisschen dauert es ja doch. Knights of the Old Republic-Spiel wird von Lucasfilm Games, heißt es ja jetzt, nochmal explizit angeschoben. Yay. Nicht mehr von EA, sondern von Lucasfilm Games. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ja, und ob das tatsächlich eine Fortsetzung zu KOTOR ist, KOTOR 1 und 2, oder ob sie da tatsächlich eher anknüpfen, eher an das MMORPG, The Old Republic. Ja, da bin ich sehr gespannt. Die haben beides aus dem Kanon rausgestrichen, wenn ich mich recht entsinne, ne? Ich
Das ist eine gute Frage. Koto, ich glaube, Koto 1 und, Koto 1 und 2 bin ich mir ziemlich sicher. Bei Old Republic bin ich immer so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Nein, ist eigentlich auch nicht mehr Kanon. Ist auch nicht mehr Kanon, ne? Nein, ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht auch einen Mix aus beiden machen und dann ein Kanon-Spiel haben. Also, schauen wir mal. Ich muss gestehen, ich hoffe natürlich wieder auf eine Rückkehr von Revan. Ich bin mir nicht sicher. Matze, warst du das, der so gegen Revan gewettet hat? Ich bin jetzt nicht so unbedingt für Revan, ne? Oder wart ihr das sogar beide? Ich bin da jetzt. Kanon, und zumindest Darth Revan ist ja offiziell der Kanon. Ja, genau. Darth Kanon ist mittlerweile Kanon, ja. Genau. Gucken wir mal, ob wir bei diesem Schritt von heller Revan zu dunkler Revan bleiben. Also, schauen wir mal. Naja, stimmt natürlich. Old Republic. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht High Republic Spiel, aber das glaube ich nicht. Das ist. Obwohl die High Republic oder das High Republic Buch sehr gut ankommt. In den Bestsellerlisten. Ich hab's gelesen. Kommt erst nächstes Jahr. Also auf Englisch ist es schon raus, aber auf Deutsch kommt es nächstes Jahr ja leider erst raus. Und im März kommt es. Ja, mein Problem ist, dass es gibt ja zwei Veröffentlichungen im Deutschen bereits, die nach diesem Buch spielen werden. Kommen im März aber die raus, vor dem deutschen Buch davon rauskommen. Ja. Planvalid ist ja, glaube ich, der deutsche Herausgeber. Die haben gesagt, so, nee, erst nächstes Jahr. Und das finde ich halt so ein bisschen blöd. Mega schlecht, tut mir leid, ist so. Ja. Ja, ganz schlechte Planung. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los. Rogue One, a Star Wars Story. Nach dem bewährten Muster, im Gesamteindruck, wir werden dann erstmal anfangen mit den etwas schlechteren Szenen. Dann wird es wahrscheinlich einen Lobgesang auf diesen Film geben mit den guten Szenen. Und sonstiges. Und dann vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf die Prequel-Serie Endor. Okay, Gesamteindruck ist, glaube ich, auch bei jedem schnell erklärt. Ganz oben auf der Liste. Ganz oben auf der Liste. Platz 2, tatsächlich. Platz 1 hat sie nicht geschafft, aber Platz 2. Also, ich selber habe eigentlich generell nicht immer so einen richtigen Platz 1. Also, finde da viele, viele Star Wars-Teile gut. Aber gerade Rogue One ist eigentlich so, dass für mich eigentlich so der ist, so wie ich mir Star Wars immer als Kind, also nachdem ich 4 bis 6 und dann im Nachhinein 1 bis 3 geguckt habe, war eigentlich Star Wars Rogue One immer so der Film, den ich mir gewünscht habe im Star Wars-Universum. Und ich spreche es immer gerne an, dieses Sternenkrieg, und du hast halt wirklich so einen Film à la, ich sag mal, der Soldat James Ryan, und das hat mich, also mich persönlich spricht das wahnsinnig an und hat mich sehr gefreut, diesen Film im Kino zu sehen damals. Und gerade so nach Episode 7 war das für mich eigentlich so der, oh geil, die können's, wie ich es haben möchte, ist es rausgekommen, so nach dem Motto. Also on top auf jeden Fall, also Top 3, Top 1 sozusagen, bei mir auf jeden Fall. Ja, also mega, einfach nur so geil. Ja, kann ich mich natürlich auch nur anschließen. Jeder hat ja seine Lieblinge im Star Wars Universum, aber auch in diesem Film völlig überzeugt gewesen, selbst vom Imperium, von der Rebellion und vom, was für eine grandiosen Bilder es gab. Also ja. Jetzt auch nicht nur dunkel. Fünften Mal, also dafür, dass der Film eigentlich so eine dunkle Hintergrundstory hat, gibt es sehr viele helle Bilder zu sehen. Na, ob es jetzt Jedi ist oder ob es jetzt Scarif ist oder selbst die Dante 4 mit ihren weißen Verkleidungen innen drin. Verstehe auch, was du meinst, ne? Da wird eine der besten Geschichten oder die Geschichte erzählt, die uns gefehlt hat, quasi, ja, uns allen gefehlt hat. Und die haben es wirklich geschafft, es gut hinzubekommen. Naja, man muss bedenken, das ist eigentlich der erste Absatz vom Rolltext von Episode 4. Genau. Und aus so einem kleinen Text, so ein Film zu machen, das. Ich fand das stark. Kann ich auch gleich gern mal auf das Sonstige kurz springen. Schaut euch, wenn ihr könnt, die Bonus-Disc an. Ich habe es auch wieder getan. Und da wird es auch so explizit erklärt alles und wieder sensationell.
Okay, bevor wir weitermachen, gehen wir kurz. Hat irgendwer was von euch, was an Meckern hat an diesem Film? Irgendwas auszusetzen, sei es noch so klein? Ja, wir hatten ja vorhin dieses intern schon ganz kurz das Gespräch, Andrea und ich. Und das spreche ich jetzt einfach mal kurz an. Ich finde dieses Mantra, es passt in den Film, keine Frage. Dieses Mantra, was der Chirot ausspricht da häufig. Ich bin eins mit der Macht, die Macht ist mit mir, etc. Die Macht ist mit mir und ich bin mit der Macht. Und ich fürchte nichts, denn alles ist, wie die Macht es verfügt. Ich finde es tatsächlich, wenn du wirklich bewusst darauf achtest, finde ich das persönlich ein bisschen nervig, aber ich weiß nicht, es gehört aber trotzdem dazu. Das ist so eine Hassliebe, die der Sebastian angesprochen hatte zu Jar Jar Binks. Der findet ihn gut, der finde ich gut. Beziehungsweise war es Shani, glaube ich. Das war gar nicht Sebastian. Und das habe ich tatsächlich mit diesem Film. Immer wenn ich diese Szene höre oder diesen Spruch höre, denke ich so, oh, muss das jetzt sein? Aber ja, es gehört trotzdem dazu. Es ist schwierig zu erklären für mich in dem Film tatsächlich. Das ist legitim. Andrea, hast du was zu meckern? Nö. Ist okay. Einfach nein. Ja, nur das zeige ich euch jetzt erstmal und dann versuche ich es irgendwie den Zuschauern klarzumachen. Darth Vader. Er kommt nicht oft vor in diesem Film, aber was mich eigentlich sofort drauf gebracht hat und auch später mein Kollege sagte, das ist doch nicht der Darth Vader aus Episode 4. Sagst du, klar ist er das. Beim genaueren Hingucken sieht man es. Ich werde jetzt mal ein Bild posten, falls ihr das, ihr müsst es ja gleich sehen können. Das ist Darth Vader aus Episode 4. Ja. Okay. Jetzt werde ich euch Darth Vader aus Rogue One präsentieren. Es ist Kleinigkeiten. Wenn ihr euch vorstellt, ihr wisst ja, wie er aussieht in 4 Jedi und wie er in Rogue One aussieht. Die Kette fehlt ja in Rogue One. Stimmt, das sehe ich jetzt erst. Aber ich sehe jetzt das Rogue One-Bild jetzt nicht. Ja, ich habe gerade tatsächlich das Rogue One-Bild. Ich habe das Rogue One-Bild gerade aus der Enzyklopädie. Ah, da. Und ja. Das ist okay. So komisch reingesteckt in den Hell oder in den Kragen. Ja. Ja. Und das hat mich schon so ein bisschen gestört. Warum machen die das denn nicht so? Aber. Du musst dir aber auch mal die Rüstung anschauen, Episode 4, 5 und 6. Immer war bei Vader irgendwas anders. Bei den Stormtroopern war auch. Ob es der Helm war oder ob es jetzt der Umhang war oder die Schulterplatte, der Brustchest. Es hatte sich immer irgendwas verändert oder auch eine Kleinigkeit am Gürtel. Das ist so faszinierend, dass jede Episode quasi einen anderen Vader hat. Ja gut, aber hier in dem Film liegen dazwischen vielleicht 60 Minuten oder eine halbe Stunde, dann kommt der Darth Vader in Episode 4 vor. Das ist ein Problem, Ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber das ist halt wahrscheinlich auch das Alter der Filme tatsächlich geschuldet, ne? Die dazwischen liegen. Das sind wie lange? 40 Jahre gewesen? Knapp. Also man hätte das ja aber so mal die Kette machen können, einfach, finde ich. Ne? Das wäre jetzt nicht. Ja, ich denke, das haben wir auch gesehen. Das ist natürlich Meckern auf sehr hohem Niveau. Das stört mich so. Auch wenn ich das quasi. Nein, das jetzt stört mich nicht wirklich. Stören, wenn ich den Film gucke. Nein. Also, ich muss gestehen, mir ist das. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, mir ist das echt nicht aufgefallen. Krass. Ja, er sieht nicht schlecht aus. Klar, er sieht nicht schlecht aus bei Rogue One, aber. Doch schon so ein, ich weiß nicht, ob es einmal mal im Fernseher lag. Der ist jetzt nicht mehr der neueste, aber. Da hätten wir Richard, wir müssen einen Podcast über Darth Vader machen in allen Episoden, hätten wir Richard dann dazu. Aber ja, klar, das ist natürlich so eine Sache. Also gerade bei der Szene mit Krennic, da hast du ja das, was du als Bild gepostet hast. Das sieht man es ja eindeutig. Ich sag mal, in den Kampfszenen, die sind ja recht schnell lebig, da siehst du sowas ja nicht. Da fällt sowas in der Regel wahrscheinlich nicht auf. Klar, in dieser Endszene, wo du hier das Bild gepostet hast, wo er da gerade aus dem Hangar rausguckt und der Tentef hinterher guckt, da könnte es auch nochmal auffallen. Ah klar, mir ist das vorher nicht aufgefallen. Das ist. Ja, aber auch die Rüstung ist so abgenutzt schon. Das sieht ja auch cool aus in Episode 4, ne? Keine Frage.
Und jetzt ja, sie sieht etwas neuwertiger aus. Ja. In... Naja, mögt ihr mir verzeihen, dass ich das angesprochen habe. Es macht den Film auf keinen Fall kaputt. Nein. Natürlich, das verzeihen wir dir sofort. Tut dem ja keinen Abbruch. Tut der Story keinen Abbruch. Nein, um Gottes Willen. Nur deinem innerlichen Monk. Noch eine kleine Sache. Sie haben Vader drin, sie haben... Gott, wo soll ich anfangen? Alle drin. Also viele, viele Gastauftritte, viele, viele. Ja. Warum haben sie denn nicht einfach noch den Imperator mit eingebaut? Als ich Hologram wusste, dass du das so jetzt sagst. Naja, also indirekt ist er ja schon mit drin, ne? Weil ja Krennic ja Tarkin ja fragt, ob er den Imperator jetzt davon berichten wird. Ja, er wird erwähnt, ja, klar. Also, genau, also indirekt ist er schon mit vertreten. Ja, obwohl jetzt... Nur wir haben ja auch zum Beispiel in Episode 4 haben wir ja zum Beispiel den Imperator auch noch nicht gesehen. Das kam ja tatsächlich erst in 5. Das fällt mir auch gerade ein, das stimmt natürlich. Vielleicht lag das daran. Ich muss gerade hart überlegen, wird der Imperator in Episode 4 überhaupt erwähnt? Der Kaiser, da wird vom Kaiser gesprochen. Genannt, ja, doch, Tarkin. Aber ich vermute, aber das war das da Übersetzungsfehler. Ja, ja. Genau. Also es ist ja kein Fehler in dem Sinne, es ist einfach nur anders übersetzt worden. Dann genau. Also auch da wird er quasi angesprochen. Stimmt, der Kaiser hat den imperialen Senat aufgelöst. Genau. Stimmt, da sagt er es, ja. Jetzt kommt es mir wieder. Kann man so und so sehen. Auf der einen Seite wäre wahrscheinlich so der Imperator als Gastauftritt nochmal ziemlich cool gewesen, aber ich finde, es stört aber nicht, dass er nicht dabei ist. Nee, das stimmt. Genau. Also im Nachhinein mit dem Gedanken, dass er in 4 ja auch nicht vorkommt, ergibt das ja auch Sinn, dann klar. Okay. Du wolltest uns sagen, du hättest dir gerne seinen Auftritt gewünscht. Ja. bei der Besprechung, bei der Begutachtung dieses Films, ja, dann habe ich mich gefragt, warum haben sie den da jetzt noch nicht eingebaut? Und sei es nur durch so ein schlechtes Hologramm wie bei, oh Gott, wie heißt der, Episode 8? Oh Gott, Snoke. Snoke. Oh Gott. Ich gucke zu wenig Star Wars Filme, glaube ich. Okay, haken wir das jetzt ab mit den etwas schlechteren negativen Szenen und Eindrücken. Kommen wir jetzt zum Guten. Zum allerbesten, was dieser Film uns gebracht hat. Oh ja. Ich finde, er fängt ja auch von der ersten Minute an. Der Sound und das Bild, das man gleich sieht. Man denkt, es ist so ein Planet, glaube ich, ne? So ein Planet. Ja. Oh, mir fällt da noch was Negatives ein. Okay. Was? Also nicht negativ im eigentlichen Sinne, aber das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen. Warum landet Krennic hunderte von Metern von der Farm von Galen entfernt? Das habe ich nie verstanden. Also, ich meine, der könnte irgendwie, keine Ahnung, 100 Meter davon entfernt landen, aber der landet irgendwie gefühlt 500, 600 Meter von dem Ding weg. Ja, das hatte man da damals schon, glaube ich, haben alle. Und jetzt, wo du sagst, ist mir auch wieder aufgefallen, aber habe ich mich diesmal nicht gefragt, warum fliegt der jetzt noch ein paar hundert Meter weiter? Also, die einzige Erklärung, die sich mir gerade in den, jetzt, wo ich es ausspreche, mal wieder, halt vielleicht, dass die Death Trooper sagen, ja, wir landen mal ein bisschen weiter weg, damit wir die Gegend besser absichern können, aber da ist ja keine Deckung, da ist ja gar nichts. Das heißt, selbst wenn sie einen Hinterhalt aus irgendeinem Grund erwartet hätten, wärst du ja auf offenem Feld und hättest nur das Schiff als Deckung gehabt. Darum macht das irgendwie aus dem Sinn, finde ich, auch irgendwie keinen Sinn. Aber doch, es gibt eine ganz einfache Erklärung. Der dramatische Auftritt, wie er durch die Felder läuft, im Rücken er diese weiße Kleidung an mit seinem Cape und im Hintergrund diese schwarzen, dunklen Death Trooper. Das ist einfach nur diese Dramatologie, die man damit reinbringen wollte, weil das so ein richtig dramatischer Auftritt ist. Und dass man ihn schon von 100 Meter Entfernung sieht, wie er da anmarschiert kommt. Ja, okay. Das lasse ich gelten. Da kann ich mir Krennic ganz gut vorstellen, dass der sowas machen will. Das ist, glaube ich, einfach nur die Überheblichkeit und Arroganz von Krennic gewesen. Das oder der Flug hat so lange gedauert, dass er gesagt hat, hier, ich will erstmal mir ein bisschen die Beine vertreten. Wir fliegen Kilometer. Auch das kann ich verstehen. Auch das könnte ich verstehen. Okay. Ihr habt mich zufriedengestellt mit eurer Argumentation.
Aber ja, du sagtest gerade, dass diese Szene am Anfang da genau, mit dem Planeten dann, und diesem Ring, diesen Saturn, dieser blaue oder dunkel. Der grün ist er ja tatsächlich. Grün, genau. Dieser schwarze Sand, das ist schon ein ziemlich cooler Einstieg gewesen. Ja, das ist schon ziemlich cool gewesen. Und dann, wie diese Shuttle sich da so runtersenkt und das ist nicht dieses normale Lambda-Shuttle, was man so kennt, sondern so noch größer, beeindruckender, monströser. Glaube ich sogar ein neues, also was, glaube ich, eingeführt wurde mit Rogue One, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Ja, wo fangen wir an mit den guten Sachen? Oh mein Gott, das wäre... chronologisch. Ich würde sagen, dann einfach chronologisch. Ich glaube, ich tendiere dann eher zu chronologisch. Ja, chronologisch. Ja, klar. Das Shuttle heißt übrigens T3C-Fähre der Delta-Klasse. Ah, okay, super. Danke für die Info. Dadurch, dass ich das Buch hier gerade neben mir liegen habe, kann ich ja gleich nochmal gucken. Okay. Klar, Krennic in seiner Uniform, die im ersten Moment natürlich an ISB erinnert. Und die Death Trooper. Also ich fand die Death Trooper mega. Ich war früher schon ein Fan von den Shadow Troopern, den schwarzen Sturmtruppen und von den Imperial Commandos, also die Scout Trooper in so einer schwarzen Rüstung oder meist schwarzen Rüstung. Und sowas dann mal im Kino zu sehen, schwarze Sturmtruppen oder halt Spezialeinheiten, hat mich auf jeden Fall sofort abgeholt. Also dafür war der Film schon, da habe ich den Film schon geliebt in den ersten Minuten, sage ich mal. Bei mir fängen die guten Szenen an, ganz vorne bis nach ganz hinten. Also, für mich ist der ganze Film eine einfach gute Szene. Okay, dann springen wir, also was heißt, wir bleiben bei der ersten Szene ein bisschen. Der Standoff erstmal von denen war ja auch schon sehr klasse. Dann überrascht er seine Frau, dass sie auf einmal doch lebt. Hat er die Lüge nicht geglaubt, wirklich. Er wird sie einfach über den Haufen geballert. Ja, genau. Hat auch, war sehr überraschend auf jeden Fall, dass es auch gleich wieder so losgeht. Wobei dann den ersten Gänsehautmoment für mich war dann, als die kleine Jin Erso sich versteckt hatte und dann, ja, weiß ich nicht, wie lange der Zeitraum jetzt war, dass dann Saw Gerrera auf einmal aufgetaucht ist. Und er sagte dann, komm, wir haben du hast eine lange Reise vor dir. Und dann der Umschwung zu der Musik und zu dem Titelnamen, glaube ich, zu dem Filmnamen, der dann kommt. Sensationell. Also. Hut ab für diese Einleitung. Und was man jetzt noch dazu sagen muss, es war der erste Star Wars-Film ohne Lauftext am Anfang. Ja, das wird jedes Mal, genau. Wird immer wieder erwähnt. Ich wollte es nur auch erwähnen. Irgendwer kommt da damit wieder an. Ja, ja. Es hat im Ganzen keinen Abbruch getan. Nein, um das Willen, hat keiner. Ja, Ahnung. Solo auch nicht. Also. Muss ja auch nicht. Das gehört den. Nee, also. Skywalkers. Ich muss sagen, das grenzt das Ganze nochmal ein bisschen ab von den Episoden. Und hat dadurch auch keinen negativen Beigeschmack. Ich finde es eigentlich ganz gut sogar. Und dann sehen wir gleich Jane Erso als erwachsene Frau. Also 15 Jahre später. Also der Film spielt, glaube ich, sechs Jahre nach der Machtübergreifung des Imperators. Und dann 15 am Anfang, Jahre meinst du? Am Anfang, direkt am Anfang, genau. Genau. Also quasi Zeitlinie von Solo, was ja 5 Jahre danach spielt. Es ist schon verrückt mit den ganzen Zeiten. Ich habe das hier gerade gelesen. Ja. Also 13 Jahre vor der Zerstörung des ersten Todessterns wird Jin von Saw gerettet. Und der Film selber spielt natürlich dann logischerweise zu der Zeit, wo der Todesstern zerstört wird. Also Jin ist in Rogue One 21 Jahre, steht hier. Gut, dann gibt es eine Szene kurz mit Jin, da wird sie gezeigt in einem Gefängnis. Und dann springen wir gleich zum nächsten Hauptcharakter auf dem Kometenplaneten. Der sicherlich auch immer noch einen Namen hat. Ring von Kafrena. Genau. Kafrena, genau. Kafrena. Handelsaußenposten. Genau. Ja, sehr cool. Oh ja, die Szene. Die Szene, die gefiel mir. Viele Statisten in dem Bild drin und Endor schleicht sich da durch. Also, ich habe den Schauspieler, den Diego Luna, gesehen und dachte mir so, ja, geil. Das ist für mich so ein typischer Rebellenspion.
Der sah für mich gleich in der Szene aus, okay, Rebell. So heimlich versuchen, sich da durchzuschleichen, immer sich umblickend. Und was ich am geilsten auf dem Planeten fand, ist einfach, wie er seinen Informanten eiskalt und skrupellos über den Haufen ballert. Einfach so, okay, ich kann nicht klettern, zack, es tut mir leid und bäm. Ist das stimmt, ja, okay. Okay. Hätte man nicht gedacht, dass sowas passiert. Also. Genau, ich so, alles klar, wenn das die übliche Vorgehensweise für Rebellen sind, für seine Informanten, ist das schon ziemlich mies. Wobei, ich fand's auch sehr faszinierend. Also, da hat man so einen Charakter gedacht, okay, Endor, eiskalter Killer für die Rebellion. Also ich fand die Szene tatsächlich auch ziemlich cool, weil das wieder aufgezeigt hat, dieses, du hast nicht nur Schwarz-Weiß in der Galaxie, dass die Imperialen sind immer die Bösen und die Rebellen sind immer die Guten, sondern es hat mal aufgezeigt, dass auch die vermeintlich Guten böse Taten begehen, um ihrem Ziel näher zu kommen. Mhm. Und das ist ja was mich persönlich dann auch wieder sehr, sehr anspricht, sag ich mal, dass du halt auch diese Grauschattierung hast und nicht nur das Schwarz-Weiß-Denken, was ja dann, was du ja, ich sag mal, in vielen, vielen Filmen hast. Ja, das stimmt. Ich fand das auf jeden Fall, ja, ne, natürlich so, boah, krass, der hat jetzt mal seinen Bekannten erschossen oder so, aber... Ja. Wurde vorher noch nie gezeigt. Wie das ist so eher so, das Wohl vieler geht über das Wohl von einem Einzigen. Das hat diese Szene für mich persönlich wieder mal bewiesen. Dann als nächstes Jeddah. Zumindest Jeddah wird gezeigt, ja, wir sind auf Jeddah. Das war natürlich auch wieder ein bombastisches Bild mit der umgefallenen Statue. Erstmal nur der Kopf ja. Und dann später das Jeddah. Allein schon dieser Name, der auch vorher auch nie gehört oder gekannt. Ja, Jeddah. Hat schon dann gezeigt, was da passiert ist. Mit den Kyberkristallen dann. Genau. Ich fand diesen Panzer ja total geil. Und halt der Auftritt des AT-STs. Oh, Zwei sehr geile Sachen. Occupier Tank heißt der im Englischen. Belagererpanzer? Irgendwie sowas im Deutschen. Ich komme gerade nicht drauf. Wird wohl Episode 3 eingeführt war auf Kashyyyk, wenn ich mich nicht irre. Der Panzer? Ja. Nee, war das nicht sogar noch ein anderer Panzer wieder? Nee, das sind andere Sachen von den Klonen. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Den gab es vorher noch nicht. Besatzerpanzer. Nicht Belagerer. Besatzer. Occupier ist ja besetzen. Finde ich sehr geil, weil du halt mal wieder was anderes hast. Du hast einmal, was ich bei dem cool fand, ich fand ja schon die Kriegsmaschinen von Klonenkriegen geil, wo wir da gerade schon bei sind. Aber du hast mal was anderes als so ein Läufer. Du hast die AT-ATs, du hast die AT-STs und plötzlich hast du so ein Kettenfahrzeug dann da. Oder du hast die Hover-Tanks, diese Gleitpanzer von den aus Episode 1 und 2. Und klar hast du natürlich, na klar hat man diesen Kettenpanzer von den Separatisten in Episode 3 da auf Kashyyyk mit diesen komischen Glubschaugen. Der hat ja in der Mitte so eine große Kette, aber halt hier auch wieder von den Imperialen mal irgendwie was ganz Passendes, finde ich. Also hat mich auf jeden Fall abgeholt, die Szene da, diese Kampfszene in Jeddah City. Definitiv. Ja, und dann wird sie schlussendlich befreit und dann lernen wir einen anderen Hauptcharakter, einen Druiden kennen, nämlich K2SO kennen. Ja, ich finde, wie er da einfach reingekommen ist, super geil. Herzlichen Glückwunsch. Sie werden befreit. Glückwunsch. Du wirst gerade gerettet. Ich habe mich so weggeschmissen im Kino. Ja, das ist echt total cool. Oh, ich finde diesen, der ist so trocken im Humor. Das ist so mal ein etwas anderer Humor als wie bei C-3PO und R2-D2. Oder wie bei BB-8 und DO. Oh, ich finde den einfach so witzig. Ich finde den so cool. Ja, haben sie auch vieles richtig gemacht mit ihm. Der trägt den, also der sorgt für den Humor. Er bringt einen etwas Humor rein in diesen Kriegsfilm. Was es ja nun ist. Ne? Ja, also. Definitiv, ja. Und ist unverzichtbar quasi auch für weitere, um den Erfolg für die Rebellion zu tragen. Tatsächlich ja. Ja, dann kam für mich, glaube ich, der größte Gänsehautmoment, nachdem sie befreit wurde, Yavin 4. Allein schon die Rebellenmusik,
Und dann die Rebellenbasis. Also grandios. Diese alten Masasi-Tempel, die sie ja besetzt haben. Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, ob es im Kanon auch so ist, aber im Legends waren es ja die alten Masasi-Tempel. Und dann auch hast du Mitglieder von dem Rat wiedererkannt, General Dodona, dann hast du Mon Mothma gesehen. Das fand ich so cool. Das waren ja die alten Masasi-Tempel, die man da gesehen hat. Und ob es jetzt im Kanon auch so ist, weiß ich nicht. Im Legends Season ist es auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, ich fand das so cool. Und auch, wie man dann halt in diesem Rat dann halt die alten Ratsmitglieder gesehen hat. Ne? General Dodona und Mon Mothma. Und Bail einfach Organa. Diese ganze Städte. Ja, der kam ja erst später, Bail Organa. Der kam ja noch nicht direkt bei ihrer Befragung dazu. Das waren ja erstmal nur die anderen beiden, soweit ich das weiß. Ja, das ist richtig. Der kam erst danach dazu. Wobei auch der Auftritt mega geil war. Und dann auch noch der gleiche Schauspieler wie aus Episode 2 und 3. Also, geil. Und der Mann. Also, ich war auch im Krähennest. Auch wieder da. Ja, ja. Stimmt, der Mann im Krähennest. Ja. Also, mich hat die Yavin-Szenen auch fand ich super. Also, es sind tatsächlich immer noch die Masasi-Tempel. Ich habe gerade nochmal in meine Enzyklopädie geguckt. Und dieses ganze Drumherum auch, also dass du halt ein bisschen mehr von Yavin gesehen hast, mal die Tempel, also dass es noch ein paar mehr Tempel sind im Hintergrund und im Vordergrund halt diesen ganzen Starfighter und so, die da auf dem Vorplatz von dem Tempel stehen, fand ich cool. Springen wir zur nächsten Figur, die vorgestellt wird, beziehungsweise noch ein bisschen näher beleuchtet wird, nämlich Saw Gerrera. Was sagt ihr zu dem? Zwiegespalten. Echt zwiegespalten, weil ich nicht weiß einfach, was ich von ihm halten soll. Ich meine, ja, klar, er kommt, glaube ich, in, ich weiß nicht, ob er auch schon Clone Wars vorkommen wird später. Aber ich. Ja, gut, wie gesagt, da bin ich noch nicht. In Rebels ist er auf jeden Fall ja mal dabei. Und in Rogue One fand ich ihn so, also der Schauspieler, den haben sie super gecastet. Aber ich weiß halt nicht, wie diese Atemmaske und so, das hat mich im ersten Moment so eher an so einen Darth Vader erinnert, als an einen Rebellenführer. Dann ist er auch noch so quasi eine radikale Truppe gewesen. Weiß ich nicht. Naja, was heißt radikal? Cassian Endor ist ja auch nicht anders. Die Rebellen von Yavin haben ihn ja so genannt. Ja, dass er ja zu den Radikalen gehört. Deswegen weiß ich nicht so viel, was ich von ihm halten soll oder auch wie er dann mit dem Bodhi da umgegangen ist und mit diesem komischen Vieh, dessen Name mir andauernd entfällt. Ich weiß nicht, was ich von... Bogalet, genau. Genau, ich weiß halt nicht, was ich davon halten soll. Das ist vielleicht so eine Szene, die ich vielleicht zu den etwas schlechteren zuzählen würde. Ja, das wäre vielleicht aber auch die einzige. Was ich so im Allgemeinen nicht verstehe, ich meine, klar, er ist radikal in einer Rebellion. Also, du hast das Imperium, den Imperator, und muss man nicht froh sein über jeden, der mitmacht, das Imperium zu bekämpfen oder den Imperator loswerden möchte? Ja, du hast ja immer so extremistische Sachen und das stellt er nun mal dar, dass er so die Außenseite von, die extreme Seite der Rebellion darstellt, das gewissenlose Rebellieren sozusagen, dass du hätte Saw Gerrera jetzt die Todesstern gehabt, dann wäre das wahrscheinlich auch ziemlich krass ausgegangen, so nach dem Motto. Ja, gut. Und hätte man Coruscant, glaube ich, nicht mehr. Ja, so nach dem Motto. Tatsächlich, Andreas, hast du recht, ja, Saw kommt schon in Clone Wars vor, in der fünften Staffel oder so. Der kommt ja aus Onderon oder aus dem Planeten Onderon, den man ja auch aus KOTOR schon kennt. Mhm. Und ist da mit den Jedi und den Klonen am Werkeln. Und dadurch fand ich seinen Wiederkehren in Rogue One ziemlich cool. Es ist natürlich ziemlich verblüffend, warum der auf einmal dann so eine Vader-like Rüstung hat, wollte ich gerade schon sagen. So ein Atemgerät und ja, ich glaube, sein eines Bein fehlt etc. Und ich war überrascht, welche Wendung der genommen hat, weil der in Clone Wars war der nicht so extremistisch.
Oh, da war er noch recht blutjung, ne? Das ist ja schon ein paar Jahre. Ja, da war er, da war er noch ein bisschen jünger, das ist natürlich richtig. Ich bin mir auch nicht sicher, wie der zu den Verletzungen gekommen sind, die ihn da in diesen Anzug da zwingen. Ich glaube, der hat einen Kampf gegen Vader gehabt, ich bin mir gar nicht sicher. Also tatsächlich habe ich mich gefreut, ihn zu sehen, oder dass er namentlich erwähnt wird. Aber ich kann Andreas Einschätzung da durchaus nachvollziehen, dass man sagt, was ist denn das für einer, der hier seine Gefangenen foltert, sage ich mal, durch diesen Bugallit, der tatsächlich auch schon mal in den Büchern vorkam, also die Spezies kam schon mal vor in anderen in Büchern. Mhm. Tatsächlich sind die, glaube ich, gecancelt worden, sind nicht mehr im Kanon gewesen, jetzt sind sie wieder in den Kanon gekommen, also ich fand das ganz cool. Ja, es ist halt so eine Extremistengruppe innerhalb der Rebellion. Es ist halt schwer zu sagen, was der da fühlt, was da in ihm vorgeht auch. Kommen wir zum nächsten Gänsehautmoment. Wahrscheinlich auch für jeden. Es ist ein dunkler Bildschirm und dann kommt auf einmal ein Sternzerstörer und der Todesstern. Wie cool war das denn? Oh. Yay. Und diese Musik dazu. Da war echt im Kino Gänsehaut pur. Da ist mir sogar das Popcorn aus der Hand gefallen. Und? Plus, ich fand das einfach nur total stark. Auf einmal sehen wir Tarkin vor uns stehen auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm mal wieder. Für manche wahrscheinlich mehr schlecht als recht, aber ich fand's grandios. Erst im Spiegelbild, glaube ich, erst in der Fensterscheibe und dann Kino. Ganz volle Kanne. Ein ganz großes Kino, vor allem, wie sie es gemacht haben, ne? Aber da würde mich interessieren, haben sie die gleiche Technik bei Luke auch verwendet? Weiß ich gar nicht. Nein. Dann wäre es wahrscheinlich besser gewesen, ne? Ja, also ich habe viel Negatives über Tarkin gelesen oder gehört gehabt und ich persönlich fand die Darstellung eigentlich super geil. Also, ich auch. Also. Ja. Ganz genial. Ganz, ganz viel Gänsehaut. Hm. Ich fand's super. Gerade wie kompliziert das war für den Schauspieler selber und mit was für einem Gerät er auf dem Kopf drehen musste. Also es ist sensationelle Arbeit gewesen. Nicht nur das und in wessen Fußstapfen er da getreten ist. Ne? Ja. Mehr will ich dazu auch nicht sagen. Ja, auch wieder eine geile Szene. Alles. Gut, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist das Problem mit diesen CGI-Geschichten, ist gerade wenn der Schauspieler tot ist, wie das bei Peter ja der Fall ist, und der einen sehr guten Eindruck in seiner Schauspielleistung dargeboten hat, sag ich mal. Und der legt die Messlatte dann natürlich ziemlich hoch, ne? Und so ein CGI wird da ja nie drankommen, sag ich mal, oder schwierig drankommen. Und immer wenn du das im Hinterkopf hast, ist das Ganze natürlich immer negativ behaftet. Aber ich denke trotzdem, der Schauspieler und auch das CGI sind da, CGI sind da echt zu gut. Bei ihm, sie mussten ihn mit einbauen wahrscheinlich. Haben sie sich wahrscheinlich auch vorher schon gedacht, weil an ihm führte ja keinen Weg vorbei. Ja. Imperium, Todesstern, ohne Tarkin, da verzeiht man den Imperator, aber Tarkin musste vorkommen. Kommen wir zu Jeddah. Jeddah City. Ich dachte auch immer, Jeddah wäre die Stadt. Nee, es ist ja Jeddah City. Jeddah ist ja der Planet, der Mond. Ja, geile. Einfach nur geil. Ja. Ich habe mir die Stadtkampfszene gerade schon ein bisschen vorgenommen. Kam mir vor wie eine Folge von Rebels irgendwie. Also, wie der Transport überfallen wird und die Sturmtruppen werden so ein bisschen, kriegen ihr Fett weg. Wann kriegen sie das mal nicht? Naja, aber eigentlich fängt ja diese Szenerie damit an, dass ja Jyn Erso und Cassian ja auf diesem Planeten landen und durch die Stadt gehen. Auf die Suche nach Saw Gerreras Leuten. Ja, natürlich. Und dort trifft sie ja dann auf zwei sehr spezielle Herren. Grandiose Easter Egg Auftritte. Ja, genau. Also zum einen diese beiden, wo ich dann dachte, so Moment, die kennst du, die kommen dann nochmal drin vor.
Wobei ich mich immer noch frage, wie sie überhaupt Jedi überlebt haben. Aber okay. Vielleicht waren sie dann auch schon weg. Man weiß es nicht. Sie waren, glaube ich, gerade auf dem Weg zum Shuttle. Ja. Genau. Und dann traf sie dann auf diesen blinden Priester von den Tempeln der Jedi. Wächter der Willis. Wo ich dann dachte so, genau, wo ich dann dachte so, okay, cool. Ich fand den schon im ersten Moment, fand ich schon ihn ziemlich stark. Und dann merkte ich so, oh, er ist ja blind. Und dann später in diesen Kampfszenen, wie er das dann gemacht hat. Und ich entgegen Helges Meinung finde dieses Mantra, ich bin eins mit der Macht, die Macht ist mit mir, finde ich persönlich ziemlich stark, weil es halt wirklich so ein Mantra ist und was ihm hilft, sich wahrscheinlich auf diese Macht zu fokussieren, auch wenn er selbst kein Jedi ist, lässt er sich ja trotzdem von der Macht leiten. Aber sind wir alle ehrlich, im Film damals, 2016, als wir den gesehen haben, haben wir doch alle gedacht, als er das erzählt hat, als er rausgekommen ist mit den Worten, lass sie in Frieden. Und dann anfängt zu kämpfen, dass aus seinem Stock ein Lichtschwert herausspringt. Oder nicht? Ja. Ja. Also ich auf jeden Fall. Boah, das kann ich nicht ehrlich beantworten. Also ich. Doch, also ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Gut, wäre im Nachhinein. Na gut, warum nicht? Also. Ich kann es nicht ehrlich beantworten, ich erinnere mich nicht mehr, ob ich damals gedacht habe im Kino, boah, da kommt jetzt ein Lichtschwert raus, nee, das nicht. Was? Meine Gedanken gingen natürlich in die Richtung, es muss ja nicht jeder Jedi mit einem Lichtschwert kämpfen, weil der ja doch sehr, sehr ja, vom Mann, weil die ja auch gejagt werden immer noch wahrscheinlich von Vader, ne? Also, naja, klar. Kann er sich halt nur versteckt haben da, ohne Lichtschwerter, das war, glaube ich, das Erste, was sie generell weggeschmissen haben, die Jedi, nach Order 66. Ja. Ja. Also, das hätte ich, habe ich bestimmt gedacht, vielleicht einen Moment, dass das vielleicht ein Jedi sein könnte, der sein Lichtschwert verbirgt oder gar nicht mehr hat und seine Fähigkeiten nicht so einsetzt, aber er sagt dann selber, nein, er ist kein Jedi, er ist ein Träumer, oder wie sein Kumpel sagt, er ist ein, ich glaube, das sind seine Worte sogar, ne? Ja, ja, ich glaube auch, er ist ein Träumer von Mace. Ja, genau. Den finde ich auch ziemlich cool. Einfach so an unterschiedliche Paarungen gibt's fast gar nicht mehr. Der eine, der wuchtig mit dem Gewehr da rumschießt, wie so eine Gatling-Gun, kann man fast sagen. Und der andere, der sehr, sehr religiös mir erscheint, sehr tief mit der Macht verbunden ist und auch mit den alten Lehren noch, während der andere sich so von ihm völlig abgewandt hat. Weil beide waren ja die Wächter der Wills. Also er muss ja irgendwie auch so einen Posten gehabt haben wie Jirut, muss er ja damals auch mal gewesen. Man hat ja auch Jirut ja selbst gesagt, dass er sich stark verändert hat. Ja, gehe ich von aus. Er sagt es ja dann, wenn es zum Ende kommt, dann auch nochmal das Mantra. Genau, das nächste größte Ereignis wäre dann tatsächlich schon, der Todesstern hat wieder seinen Auftritt. Oder zum ersten Mal seinen Auftritt. Wir alle dachten, ja, da wird ja seine Funktionsweise getestet, ne? Genau, dann ist der Planet hin. Aber nee, denkst du, er kann auch nur mit einem Reaktor schießen? Ich weiß nicht, ob das vorher schon beleuchtet wurde mal, vor dem Film? Ich glaube nicht. Also mir war es neu. Nein. Ja. Also was für mich neu war, dass dieser Reaktor nur einmal geschaltet werden kann und was dieser eine Reaktor eigentlich für einen Schaden anrichtet, weil eigentlich wühlt er ja nur oder zerstört eigentlich nur diese Planetenoberfläche, nicht den Kern selbst. Und so, dass dieser Planet niemals mehr wohnbar wird. Naja, ich denke mal, das ist vergleichbar so ein bisschen wie der Asteroideneinschlag, der hier auf der Erde stattgefunden hat. Ja, genau. So in einer Art vergleiche ich das halt. Das ja, Jedha wird zerstört, die Stadt. Grandios, auch vorher noch, wie das alles in eins übergeht mit der Ansprache oder beziehungsweise dem Hologramm von ihrem Vater plus die Zerstörung von Jedha. Grandios, kann man sich immer wieder angucken. Diese epische Rede und dann erklärt er explizit, was er gemacht hat. Den Fehler eingebaut. Ja, schon alleine,
der Auftritt von Galen Erso, was das betrifft. Ja. Also, dass es überhaupt dieses Hologramm gibt oder gab, ist für mich sehr faszinierend gewesen. Wo ich mich dann immer noch gefragt habe, wie hat er das aufnehmen können, ohne dass die Imperialen dahinter gekommen sind. Erstmal. Klar, über Bodhi hat er es rausbringen lassen, aber sonst? Naja, also das finde ich gar nicht so spektakulär. Ich sag mal, der wird in seiner auf Eadu oder wie der Planet heißt, da in diesem Center, wo er da gearbeitet hat, da wird er bestimmt sein eigenes Kämmerchen gehabt haben und ich kann mir nicht vorstellen, dass der permanent überwacht worden ist. Und ich sag mal, ganz blöd gesagt, wenn du hier mit deinem Handy jetzt einen Film aufnimmst oder ein Video von dir machst, wie du eine Ansprache hältst oder so. Also so stelle ich mir das vor, dass er so seine Kamera dahingestellt hat und mit so einem Chip da rausgenommen hat, nachdem er fertig war, das Ding, wo die in die Hand gedrückt hat. Das sagt er ja dann auch. Ich habe da Informationen im Schuh versteckt oder was auch immer. Ja. Also so kann ich mir das nur vorstellen, dass das passiert ist. Ja, aber er muss ja irgendwo ja auch Informationen hergehabt haben für diesen Piloten, wo er diesen Sorgerer finden kann. Also er muss ja irgendwie immer so seinen Fühler ausgestreckt haben müssen, wo befindet sich gerade diese Zelle von den Rebellen. Das war wahrscheinlich ein bisschen schwierig, ja, das rauszufinden, aber... Also das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, einfach in dem Sinne, dass er ja für die Konstruktion des Todessterns oder einige Teile des Konstruktionstechnischen zuständig war vom Todesstern und er hat bestimmt mitgekriegt, dass Extremisten, das sagt, glaube ich, auch, wer sagt denn das? Dass die Transporter alle überfallen werden von Extremisten und Rebellen. Und vielleicht hat er darin die Handschrift, also auf Jedha überfallen werden, vielleicht hat er darin die Handschrift von Saw gesehen und sich gedacht, das ist er. Jetzt suche ich noch einen Piloten, den er da hinschicken kann. Es ist natürlich jetzt ein bisschen weit gegriffen von mir, aber das ist sowas, was ich mir vorstellen könnte, dass man sich so erklären kann. Ja, nach der Zerstörung von Jedha entkommen natürlich die Helden ganz knapp, auch grandios eingefangen. Die Felsbrocken, keine Ahnung, groß wie Hochhäuser, rollen über den Planeten. K2SO. Es gibt keinen Horizont. Ja, genau. Das Problem ist, es gibt keinen Horizont. aber bei dieser Zerstörung von Jedha, wie fandet ihr den Tod von Saw Gerrera, dass er da stehen blieb und die Welle ihn quasi erfasst hat? Dass er sich so aufgeopfert hat, kann man ja jetzt nicht so sagen, aber also das Ende, ich fand das so, leider, das fand ich so ein bisschen so, ja. Also zu schnell! Ich fand es zu episch für ihn, also für den Charakter, dass er sich da nochmal entgegenstellt und weiß, dass es vorbei ist. Man weiß ja nicht wirklich viel von ihm. Also. Ist das ich denn, glaube, das ist das Problem. Seht ihr das eher als Märtyrertod an oder als Legendentod? Weder noch. Also, ich persönlich finde das gar nicht. Also, du kannst eigentlich in dem Film gar keine große Bindung zu ihm aufbauen, wenn du nicht gerade Clone Wars vorher geguckt hast und ihn theoretisch kennst. Aber dadurch, dass er ja so sich verändert hat, nicht nur äußerlich, sondern auch vom Charakter auf einmal so ein Extremist ist, sage ich mal. Ich fand das, ja, ich weiß nicht, Legendentod. Er hat einfach, ich will nicht sagen aufgegeben, aber er hat realisiert in dem Moment, dass er dem nicht entkommen kann durch seine Verletzungen, dass er da einfach nicht weglaufen kann, weil er nicht schnell genug ist. Mhm. Und das hat er einfach hingenommen. Und also zumindest wirkt es meiner Meinung nach so. Hat all seine Hoffnungen Jyn ausgesprochen und in Jyn gesetzt und ihr gesagt, kämpfe den Kampf, glaube ich, so ähnlich waren, glaube ich, seine Worte. Und ja, ich weiß nicht, für einen Märtyrertod, finde ich, ist es nicht bekannt genug. So, sozusagen. Also es hat ja keiner wirklich mitgekriegt, außer Jyn, dass er gestorben ist. Also finde ich jetzt. Und viel getrauert. Für Legende? Union, also. Nee, genau, aber das liegt wahrscheinlich an dem Umstand, dass man hat ja das Gespräch zwischen Jyn und ihm, dass sie sich von ihm so ein bisschen verraten gefühlt hat. Ich habe das in dem Buch, wird das ein bisschen genauer alles erklärt, wie es dazu kommt, dass er sie zurücklässt
Da wird auch Saw Gerreras Ansicht ein bisschen besser erklärt. Das ist allerdings kam, das Buch habe ich erst nach Rogue One gelesen gehabt. Und ja, ich weiß nicht. Ich sehe das eher so als ja Teil des Krieges. Ja, ein weiteres Opfer quasi. Ja, sozusagen. Also jemand, der durch den Kampf eh schon verletzt worden ist und dann seine Hoffnung in die jüngere Generation steckt und selber dann sozusagen den Schritt zurück macht und in dem Fall dann halt ja, aufgibt und stirbt sozusagen. Ne? Wobei ist es aufgeben, wenn du realisierst, dass du nicht in der Lage bist zu entkommen? Das ist halt auch so eine Frage. Mhm. Hätten Andor und Ginny mitgenommen, dann hätten sie auf ihn warten müssen und wären sie gestorben. Also ja, es ist eher so ein Opfertod. Du hast schon recht, also es ist eine Mischung aus beiden. Also wenn er gewollt hätte, glaube ich, hätte er es geschafft zu entkommen. Man müsste mal die Zeit stoppen. Er sieht ja gleich ein, er versucht es ja noch nicht mal. Also er sagt halt... Ja genau, also das hat mich halt verwundert. Aber wobei ich finde auch wiederum, auch wenn man nur sehr wenig von ihm in diesem Film kennenlernt, schon die Todesart sehr episch für Disney. Also da war so für mich... Das erste Mal so nach Kästchen, der ihn einfach, ja, seinen Informanten umgebracht hat. So das zweite Mal, wo ich dann dachte so, okay, also, Disney geht über Leichen. Meinst du mit episch jetzt bedeutsam, ja? Ja, nein, eher so quasi der Planet wühlt sich auf und begräbt ihn quasi unter okay. sich. Also, dass er quasi in seinen Untergang schaut. Okay, als nächstes geht's nach Ido. Oder auf Ido, nach Ido, zum dort. Das ist für mich eigentlich, naja, keine der schwächsten Szenen, aber wie soll ich es beschreiben? Es ist haut mich nicht so vom Hocker. Es passiert zwar einiges, zum Beispiel, naja, klar, so Senior stirbt dort. Der Plan wurde enthüllt an das Imperium, dass die, oder beziehungsweise, dass Pläne die Basis verlassen haben. Daraufhin Krennic hin, ne, und stellt sich denen entgegen. Fragt die aus und tötet dabei, obwohl dabei nicht, sondern beim Angriff der Rebellen stirbt der Herr Erso. Ich finde, da passiert noch ganz, ganz, ganz viel mehr und auch was ganz, ganz Wichtiges auch vor allem. Okay. Weil Kästchen steigt ja aus diesem Schiff aus mit dem Befehl, Erso zu töten. Er hat ihn im Fahnenkreuz. Und bevor er den Abzug drückt, kommt sein Sinneswandel. Du siehst es in seinem Gesicht, dass er denkt, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Und genau das ist es, was mich so dermaßen abgeholt hat und mitgenommen hat, dass einfach dieser Wandel kommt von ich töte eiskalt für die Rebellion zu, wir sind nicht besser als das Imperium. Ja gut, das kommt aber auch nur deswegen, glaube ich, weil er vorher Jin sieht und dann nochmal realisiert, dass es halt ihr Vater ist. Also wenn sie nicht da gewesen wäre, glaube ich, hätte er wahrscheinlich abgedrückt. Aber sie war ja nun mal da. Da bin ich mir... Ja, aber das glaube ich nicht. Einfach aufgrund des Gespräches, was er auch mit Jirut und Mace ja auch mitbekommen hat. Das alles. Ich glaube, das alles spielt mit. Nicht nur, dass Jin seine Tochter ist, sonst halt das große Ganze. Und er hat ja auch gesehen, wie das Imperium quasi die eigenen Wissenschaftler über den Haufen brezelt. Und für mich ist da halt dieser Sinneswandel gekommen, was ihn später auch dazu veranlasst hat, dann auch von Yavin aus zu rebellieren, gegen die Rebellion quasi und trotzdem loszufliegen. Nach Scarif. Ohne diesen Sinneswandel hätte er es nicht gemacht. Der kam zur richtigen Zeit, dieser Sinneswandel von ihm. Das ist richtig, ja. Na, und deswegen finde ich das auch so wichtig und dass auch Krennic und Erso sich entgegengestellt haben, dass dieser Tod von Erso, dass er nochmal seine Tochter gesehen hat, dass sie ihn nochmal gesehen hat. Das war so viel emotionales, wie nennt man das, Paket, was mich so richtig auf Edu halt abgeholt hat, mich mitgerissen hat.
dann dieser Angriff der Rebellen, der ja noch abgeblasen werden sollte, den sie aber nicht mehr abblasen konnten. Das war so mein Favorite, wenn ich mal einwerfen darf, weil mich das tatsächlich an Rogue Squadron, an die Spiele erinnert hat auf Nintendo 64, beziehungsweise dann später auf anderen Konsolen. Und weil das halt so einen Luftangriff auf so eine Basis war, der Imperialen, fand ich mega cool. Also klar, ich gehe konform mit diesem Sinneswandel von Cassian. Da gehe ich tatsächlich mit euch beiden konform. Also ich kann beide Argumentationen da auf jeden Fall nachvollziehen. Klar, dass Jyns Beziehung da zu ihrem Vater auf jeden Fall reinspielt, aber auch die Gesamtsituation da auf der Landeplattform, denke ich mal, wird auch zum Sinneswandel von Cassian führen. Und die lustigste Szene ist natürlich meiner Meinung nach in dem Zusammenhang, wo er mit diesem hier, der, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, Sukut, der mit seinem Bogenspanner, wollte ich gerade sagen, mit seiner Bogenwaffe da diesen TIE Fighter vom Himmel holt, der dann genau in diesen Turm reinfliegt. Also das war... ja, von nur nach Gehör. Ja. Nur nach Gehör. Ich dachte so, Wahnsinn. Ich meine, die machen ja auch super Lärm, so ein kreischendes Lärmding. Ne? Und auf ja, der einen überall Seite, sind Schluchten, was die Echos dann ableiten. Und er konnte trotzdem zielgenau treffen. Also auf der einen Seite denke ich schon, dass die Macht ihre Finger da bestimmt im Spiel hatte. Aber ich dachte damals im Kino, was passiert hier eigentlich? Und fand die Szene jetzt nicht negativ, aber es war schon ein bisschen strange, ehrlich gesagt, im ersten Moment. Kommen wir zum nächsten Gänsehautmoment. Dieser Film ist ja gespickt mit Gänsehautmomenten. Auf einmal sind wir auf Mustafa. Das ist für mich nur Gänsehaut. Auf einmal sind wir auf Mustafa in Vaders Festung. Sensationell auch wieder. Vielleicht mal gesehen im Comic vorher oder so, aber jetzt in real life, sag ich mal, in seinem Bacta-Tank zwei imperiale Wachen, rot. Da haben sich auch viele gefragt. Ich glaube, das war sogar im Trailer eine Szene. Warum stehen denn die da? Ist das der Imperator? Wurde, glaube ich, viel gemeckert. Ja, das hatte ich auch in Erinnerung. Das ist ja Vader, der hat ja keine Wachen. Der braucht auch keine Wachen. Ja, doch, wenn er sich halt in so einem Tank befindet, ist er schutzlos, ja, gell? So. Okay. Also da habe ich dann so gedacht, so, wow, okay, wir haben ja nur in Episode 5 ja gesehen, wie er in seiner Meditationskugel ja saß und dann sein Helm runtergekommen ist. Und da siehst du ihn dann so in diesem Zustand. Das fand ich schon sehr interessant. Naja, sehen ist relativ. Man erahnt ihn drin, naja, seine Stirn, glaube ich, ne? So ein bisschen. Und dann war es das. Und dass er keine Arme hat. Aber das war halt schon interessant und das fand ich auch ziemlich cool gemacht. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oder wie er dann mit Krennic umgegangen ist. Ja, wie er reinkommt in den Raum allein schon. Da kommt gleich der imperiale March, meine ich, zum ersten Mal in diesem Film. Ja, ja. Also ich fand das auch cool, dass wir Vader noch ein bisschen kurz beleuchtet haben, außerhalb von Episode 5 und 3, wo man natürlich seine Geburt sieht. Über die imperialen Wachen habe ich mich tatsächlich gar nicht so gewundert, also denke ich auch, der ist da schutzlos, da muss man ihn dann halt mit den loyalsten Kräften, die man hat, unterstützen oder halt bewachen, besser gesagt. Ja, und der Umgang mit Krennic kann ich eigentlich auch nur ansprechen. Typisch Vader gegenüber seinen Untergebenen, die Fehler machen, sag ich mal. Ja, nochmal die Dominanz oder die, was Vader für eine Stellung hat. Und es zeigt wieder die Arroganz von Krennic, der einfach auch gegenüber der rechten Hand vom Imperator einfach nicht sein lassen konnte. Und er versuchte ausgerechnet Tarkin Schmutz zu ziehen. Nicht? Also, wie dumm kann man denn sein, bitteschön? Tarkin konnte mit Vader so umgehen, so einigermaßen. Also, ne? Aber ja, das liegt daran, dass wenn du Vaders Respekt hattest, dann ja. wenn Vader dich respektiert hattest, dann hat er das auch durchgehen lassen sozusagen. Und ja, durch Clone Wars wird das ja noch ein bisschen besser erklärt. Er ist ja immer noch Anakin Skywalker tief in Inneren sozusagen.
Und ja, Tarkin ist halt schon eine geile Sau eigentlich. Ja, und König ist für mich den ganzen Film über ein armes Bauernopfer, was eigentlich nur dafür da ist, um die Drecksarbeit für das Imperium eigentlich zu erledigen. Ja, eigentlich wird er total unterschätzt. Also er hat ja immer recht eigentlich. Ne? Der Todesstern funktioniert. Seine Wissenschaftler haben das gemacht, was er wollte oder was der Imperator wollte. Hätte das hat nur ein bisschen länger gedauert. Hat ein bisschen länger gedauert, ja klar. Aber bei so einem Mammutprojekt. Ja. Gab ja auch immer wieder Rückschläge. Genau. Ja, das ist einfach dieses Politische, was damit reinspielt, ne? Dass er seinen politischen Kampf gegen Tarkin verliert, weil dieser auch halt eine höhere Machtposition hat als Groß Moff. Genau. Er dann da als Direktor der Wissenschaftsabteilung, bin mir gar nicht sicher, wie der Zweig da genau heißt, ist Wissenschaftsabteilung, ne? Ja. Den verliert er halt dann einfach. Ne? Und ich glaube, das will er nicht einsehen und kämpft da mit allen Mitteln gegen und versucht Vader vielleicht in dem Moment auf Mustafa auf seine Seite zu ziehen, vielleicht auch zu beeindrucken, was natürlich ziemlich nach hinten losgeht. Und da hat er einfach schlechte Karten, was das angeht in dem Film. Es gibt ja auch das Buch Der Auslöser, das spielt ja kurz vor Rogue One. Und da wird es auch nochmal ein bisschen mehr beleuchtet, diesen internen Kampf zwischen Krennic und Tarkin. Auch da können die beiden sich schon gar nicht riechen. Das ist auch ein sehr cooles Buch auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Gänsehautmoment. Nein, doch, eigentlich schon auf Yavin wieder die Versammlung. Die Rebellion scheint sich zu trennen, scheint sich aufzulösen, weil sie nicht eins sind, dass ob der Angriff jetzt auf Scarif stattfinden soll oder auch nicht. Mon Mothma spricht mit Bail Organa, bittet ihn um Hilfe, seinen Freund zu kontaktieren, den Jedi, und dass er dann seine Tochter schicken will. Die Bildung von Rogue One, von der Staffel Rogue One oder von dem Einsatztrupp Rogue One. Ja. Auch grandios. Dieses dreckige Dutzend von Kriegern, von Rebellen und was die genau alles gemacht haben. Bei dem, wo diese Aussage dann, ja, es könnte eng werden in dem Transporter, aber es wird schon gehen. Ja, ich finde das super. Ich finde das super. Also das war für mich so eine Szene, wo ich denke so, yes! Und da bin ich halt, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, der Meinung, dass es diese Szene nicht gegeben hätte, hätte der Sinneswandel von Cassian nicht stattgefunden. Ja, er sagt es ja auch selber. Er sagt es ja auch, also du hast da schon recht, Andrea, er sagt ja auch in der Szene, wir sind alle nicht stolz, oder wir haben alle Dinge getan, auf die wir nicht so stolz sein können, Attentäter, Spione, Marodeure, alles Mögliche. Und da bin ich eigentlich wieder genau bei dem, was ich schon gesagt habe. Das zeigt wieder diese Grauzonen innerhalb von Star Wars, die echt super geil in Rogue One beleuchtet werden. Dass nicht nur das Imperium böse Dinge tut, sondern auch die Rebellen böse Dinge tun. Ja. Oder, ja, da sind wir natürlich bei Obi-Wans Aussage, es ist immer ein, vom Standpunkt her. Ja, genau. Wie es ist, ob das nun böse oder gut ist, aber kann man da auch ganz gut drauf beziehen. Und das ist halt das, was mich in diesem Film auch wieder sehr anspricht. Also das haben die gut hingekriegt. Ja, dann nach der Reise und einer weiteren coolen Ansprache von Jyn Erso in dem Transporter kommen wir nach Scarif, zum Hauptkampfplatz dieses Films, zum Showdown. Auch wieder, wie genial ist das denn alles gewesen, bitte? Ich glaube, alles von Scarif, auch von der ersten Minute wieder an. Also schon alleine, dieser Planetenschild. Ja, da muss ich auch gerade dran denken. Also, cool. Der hat mich schon weggehauen. Und dann, hallo, eine tropische Welt als Zentralarchiv des Imperiums? Wer hätte denn das bitte erwartet? Ich hätte da so ein kleines, graues Etwas von so einer Art Coruscant erwartet oder sowas. Bibliothek. Also ich glaube, dass das, ja, also ich glaube, dass das gar keine so schlechte Wahl ist, weil man hat ja gesehen, dass in der Szene
oder halt in diesen Kamerawinkeln, das sind ja so kleine Atolle da alles, so kleine Inselgruppen. Mhm. Und wenn das gut genug bewacht ist, gut, du hast den Planetenschild und du hast da zwei Sternzerstörer, die diese ganze Geschichte bewachen, aber selbst wenn du das überwindest, da eine große Streitmacht anzulanden, um diesen Turm einzunehmen, ist ja eigentlich praktisch gar nicht möglich, weil du hast überall Wasser, du weißt nicht, wie tief, also klar, mit Scannern und so kannst du das natürlich alles, vielleicht Landeplätze innerhalb seichte Gewässer da herausfinden, aber ich glaube, das ist ja schon ein ziemlich cooler Spot da eigentlich, also ein ziemlich uneinnehmbarer Festungsspot, den die da sich rausgesucht haben, weil du halt nur diese kleinen Inseln hast und man da schlecht anlanden könnte. Solange ja, das aber Schild es ist so ein paradiesischer Planet. Ja, aber also von dem... Niemals beim Imperium erwartet. Naja, da sind die ganzen Offiziere und so, die da in diesem Turm arbeiten, die dachten sich wahrscheinlich auch, oh, wir nehmen mal das Beste zur Auswahl, was wir haben. Ja, also ja. Die hatten wahrscheinlich so einen Katalog, wo sie durchgeblättert haben. Ne? Zeig mir die schönste Welt, genau, ja. Obwohl da, oder die geheimste, ja weiß ich, vielleicht ist da auch nur, ist da keine Lebensform oder so auf diesem Planeten? Gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Hintergründe? Also. Gut, das kann man, ich glaube, das, ich wüsste jetzt nicht, wo der sich auf der galaktischen Karte befindet. Genau, das kann natürlich sein, dass das zentral ist. Kann sein, dass da vielleicht irgendwie keine Nebel immer näher sind, also im Weltraum oder was auch immer in dem Sternensystem, was vielleicht die Kommunikation stört. Irgendwie sowas wird bestimmt, wenn es dann irgendwann mal thematisiert werden sollte, kann ich mir vorstellen, dass sowas mal die Gründe sein sind. Wenn die Gründe sein werden, so. Ja, und dann kommt die Riesen-Rebellionsflotte aus dem Hyperraum gesprungen. Und der Kampf... Weil da gab es noch vorher eine Szene. Ja, natürlich. Die ich sehr geil fand. weil auch da haben wir ja... auch da haben wir ja wieder zwei, die wir aus allen anderen Filmen sonst ja auch kennen. R2-D2 und C-3PO. Wie fliegen nach Scarif? Wieso sagt mir das keiner? Ach ja, Andrea, stimmt. Da hast du recht. Die beiden wollen wir natürlich nicht. Da hat man noch das kleine Wiedersehen, ne? Wir wollen die beiden ja nicht vergessen. Die haben auch mitgespielt, richtig. Also Scarif. Ich habe hier nochmal Informationen zu Scarif. Es liegt tatsächlich im äußeren Randsektor. Und nicht sehr weit weg von Tatooine. Aha. Na, und Sinn. Auch besonders, aber noch näher dran an Kamino, also quasi Nachbarsektor von Kamino. Gut, okay, das würde jetzt für mich das einzige. Aber warum? Die Klone existieren in dem Sinne nicht mehr. Ja. Also sind nicht mehr on top sozusagen. Hm. Ja, gut. Wer weiß, was sich die Imperialen da gedacht haben. Ja. Genau. Was ich aber, bevor wir auf den Angriff zu sprechen kommen, nochmal, würde ich ganz kurz auf die Infiltration von Erso und Cassian und K2SO in diesen Komplex eingehen. Und zwar die Szene, wo K2SO seinem Typenbruder, sag ich mal, diese Stange, diesen Datenstick da reinsteckt aus seinem Handgelenk und die Daten von ihm runterlädt. Ich fand die Szene einfach super geil. Ich fand's auch irgendwie auch übelst geil. Weißt du, dieser Rebell, Kästchen und auf einmal imperiale Uniform. Ja. Wo ich mir dann denke, so, ja, ich nehme ihm sogar den Imperialen ab. In dem Moment. Zwar nicht vielleicht unbedingt mit dem Bart, aber sonst, genau, aber sonst würde ich ihm das so abnehmen. Wobei ich ganz ehrlich gestehen muss, die Szene, wo sie da landen, dieser Inspektor mit dem Flight Officer da in dieser Rüstung, die dann Jyn Erso trägt, reinkommen. Und dann kommen auf einmal, gut, in der Rüstung kann man sich da bestimmt mal täuschen, aber dann kommt dann ein ganz anderer Offizier in Begleitung eines Druiden raus, der auf einmal den Bart trägt. Das fand ich halt immer total merkwürdig in dem Moment. Ja, das finde ich mega geil. Dann beginnt der Angriff der Rebellenflotte unter der Führung von Rados. Ja, Admiral. Admiral Rados, genau. Ja. Natürlich Admiral Rados, natürlich. Ja, auch genial.
die Sicht von da oben wunderschön aus seinem, von seinem, ja, seinem Schiff. Ja. Es ist wieder Mon Calamari. Wie Admiral Akbar auch. Das fand ich schon mal sehr schön. Großteil der Rebellenflotte besteht ja aus Mon Calamari-Kreuzern, genau, wenn ich mich nicht irre, ne? Dass die da. Ja. Auch, ja, genau. Oder was ich auch sehr stark bei diesem Angriff fand, auch die Bezeichnung Rot 5. Wir sehen, wie Rot 5 abgeschossen wird und wir wissen ganz genau, wer diesen Posten wieder eingenommen hat. Dann. Ja. Das fand ich sehr interessant. Also was ich sehr, sehr cool fand, ist einmal der Mon Calamari-Kreuzer, diese MC-75-Klasse, die sie da eingeführt haben, dass du halt nochmal ein neues Schiff hast auf Seiten der Mon Calamari, der Rebellen. Und auch zum X-Wing-Kampf. Also auf jeden Fall die Erwähnung von Rot 5, generell die ganze rote Staffel, die ja dann auch vorkommt und mit Szenen aus Episode 4 gespickt ist, auch mit, ja, roter Staffel Gold, die vorkommt. Und was mich persönlich, wo wir gerade General Maverick da erwähnt hatten, die blaue Staffel fliegt mit den blauen Markierungen, dass du mal X-Wings in einer anderen Farbe siehst. Das fand ich sehr cool, weil ich persönlich die X-Wings in Blau ziemlich cool finde. Und das hat mich sehr gefreut, andersfarbige X-Wings zu sehen. Ja, definitiv. Was mich im ersten Moment ein bisschen gewundert hat, ihr erinnert euch vielleicht an diese Hammerhai-Korvette in der Szene, die dann auch später kommt, die dann den Sternzerstörer rum anstößt, sage ich mal, um in den anderen Sternzerstörer, der mit Ionenbomben von den Y-Wings lahmgelegt worden ist, in diesen Schild da reinzuschieben. Diese Hammerhai-Korvette hat ja ihren Ursprung irgendwie auch aus KOTOR, wo wir vorhin KOTOR erwähnt haben. Und ich war ein bisschen erstmal ziemlich verblüfft, dass die da vorkam. Ich fand's ziemlich cool. Und ich fand's auch ziemlich geil, sie in Aktion genau in der Szene zu sehen. Ich fand das cool. Also es ist eine geile Szene, definitiv. So, die kenne ich und alle so, ja, wie geht denn das? So ein kleines Schiff gegen den Sternzerstörer. Ja, aber wie du schon sagtest, das Ding ist lahmgelegt und kann sich nicht mal wehren. Das hängt nur noch im All. Die kannst du schön schieben. Kann ja keinen Gegenschub geben. Ja, und? Ja, Helge, bitte. Eine Szene noch, wo die ganzen TIE Fighter aus dieser Station kommen. Mega. Dieser riesige Schwarm TIE Fighter, der aus der Station da hochgeflogen kommt. Ich fand, das ist echt ein Gänsehautmoment gewesen. Ja, dieser Film, der hat so viel Neues gebracht. Der hat das Imperium komplett so viel erweitert und die Rebellion auch. Das ist einfach sensationell gewesen. Der Abschluss, also quasi die Szene, wo sie dann endlich diese Pläne haben. Kurz vorher, warte mal bitte kurz, einen Moment. Da werden ja diverse, ich weiß nicht, ob ihr euch darüber Gedanken gemacht habt oder irgendwelche anderen Quellen, da werden ja diverse Projektnamen genannt von ihr. Mhm. Könnt ihr oder habt ihr da irgendwelche, was bedeuten, gab es eine Quellenangabe, was die anderen Projekte bedeutet? Also eins der Projekte, ich weiß leider den Codenamen nicht mehr, aber ihr erinnert euch, glaube ich, in Episode 8 dieses Tracking-System, was dieser Supersternzerstörer von der Ersten Ordnung hat. Ja. Dieses Tracking-System, das Codewort kommt, meine ich, in dem vor. Ich weiß leider nicht genau, wie das heißt. Das ist und, okay, das ist schon mal cool, ja. Gibt's bestimmt irgendwo, das frage ich mich immer, aber ich gucke auch nie nach. Ich suche auch nie danach. Ich fand's halt immer nur cool, was da für waren schon krasse Wörter bei für so eine Projekte, ne? Also Morgenstern oder irgend sowas oder sowas. Ja, auf jeden Fall war das schon sehr interessant, mal diese Projektnamen überhaupt zu hören, oder? Ja. Und dann der Todesstern, kleiner Stern. Ich so. Kleiner Stern. Wenn man jetzt mal. Genau, ist eigentlich ein schlechter Scherz, aber oh, der Film, der ist ja gespickt mit diesen kleiner Stern-Momenten. Ist mir jetzt nochmal extrem aufgefallen, dass er wirklich, ich glaube, jedes Mal, wenn, wie heißt er mit Vornamen, Urso Vater im Bild ist, erwähnt er das kleiner Stern, ne? Dass sie kleiner Stern ist. Ja, genau. Oh, diese Luftschlacht, aber wenn ich dann, wie cool die ist. Ich meine, ich habe
Persönlich nicht. Ich spiele keine Computerspiele und ich kann nicht einfach nicht. Ich kann nicht fliegen und ich kann auch keine Autorennspiele spielen. Aber wie cool das doch aussieht, wenn die hier über diesen Strand fliegen. Oh, sensationell. Ja, das ist schon ziemlich cool, auf jeden Fall. Also mich hat das auch, diese ganzen Szenen total abgeholt, ey, diese ganzen Kampfszenen da auch diese Taktiken von den Rebellentruppen da auf Scarif, noch bevor die Flotte da ist, beziehungsweise während des Angriffes. Und dann diese Szene da mit diesen AT-TCT, irgendwie so, ich komme jetzt auf den Namen nicht, diese Cargo AT-80s da. Mega. AT-ACT. Ja. Genau, danke. Er wird getroffen und dann, ja, auch so. Ja, und dann dieser Buff, dieser Kopf, der wieder zurückgeht. Dann bewegt sich wieder wie ein Dinosaurierkopf zurück, irgendwie so kam mir das so vor. Und dann, mit diesem mechanischen Geräusche dazu. Ja. Alle haben gedacht, so alle jubelten und dann, vergesst es, Leute. Wir schießen zurück. Ja, dann wird es so langsam, aber sicher immer tragischer, dieser Film. Der nimmt eine tragische Wendung. Als erstes, also klar, es sind schon mehrere von uns gegangen in dem Film, aber dann K2SO, als er den Heldentod stirbt. Was heißt Heldentod? Als Droide. Klar, sie haben wahrscheinlich kein Backup von ihm, aber war auch schon tragisch. Und da wussten wir jetzt noch nicht, okay, ja, es ist der Droide von uns gegangen. Passt schon. Naja, aber der Film hat uns was anderes gelehrt. Kästchen ja auch noch runter, ne? Da habe ich gedacht, okay, es ist Kästchen auch noch tot. Genau. In der Szene schon. Und sie war ja dann weitergegangen. Ja. Und dann am Ende, ja. Sie übermitteln das dann, Kästchen kommt nochmal dazu, bringt Krennic um. Ja. Oder beziehungsweise, er hat ihn an, ne? Ja. Und dann kommt oben drüber, sehen sie dann, wie der Todesstern dann ankommt. Das ist schon ein episches Bild da an der Stelle, ja. Aber auch ja, aus Angst, dass die Pläne jetzt doch gesendet werden, sagt sich Tarkin, dann machen wir jetzt diese Basis zu. Ja, wahrscheinlich nicht nur, ob diese Pläne gesendet werden, vielleicht auch alle anderen Pläne, die da auch noch lagern. Alle anderen Pläne wahrscheinlich, ja. Er wird sicherlich irgendwo ein Backup davon haben, aber... Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Pläne wahrscheinlich nochmal irgendwo in auf Coruscant... Oder vielleicht gibt es ja mehrere solche Basen und einfach Scarif war näher für alle zu erreichen oder so. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, jetzt wo wir das Thema nochmal aufgreifen. Mhm. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass... Also klar, Schadensbegrenzung durch Tarkin, dass man die Basis zerstört, um diese ultimative Waffe zu schützen. Aber ich denke auch, dass es da bestimmt irgendwie, ja, dass es da irgendwo nochmal Backups gibt auf Coruscant oder so, dass das vielleicht einfach so eine Art Relaisstation war. Ja, sowas in der Art. Habt ihr denn damit gerechnet oder wisst ihr noch, dass jetzt keiner, der mit Rogue One dort landet, dort wegkommt? Wie habt ihr das aufgenommen? Ich empfand es als sehr passend. Ich empfand es einfach als sehr passend. Ich habe damit gerechnet, nachdem dann alle anderen schon gestorben waren, habe ich mir gedacht, so, okay, Kästchen und Jin können gar nicht davon entkommen. Schon gar nicht, wenn der Todesstern dann so quasi seine Reaktorladung fertig macht. Und ich hätte es dann auch Disney in dem Moment auch nicht zugetraut, dass sie das machen würden. Dass sie das überleben. Und ich fand es halt ziemlich cool, dass sie nicht das so gemacht haben, dass Jin und Kästchen sich nochmal geküsst haben vorher. Also da habe ich endlich mal meinen Hut gezogen. Ich so, danke. Endlich mal nicht so einen klischeehaften Star Wars und Romantik brauchst du Andrea nicht kommen. Na, ist ja nicht viel zu haben. Und ich bin da ja eigentlich auch nicht so der Fan von solchen Filmen. Aber ich würde das vielleicht auch nochmal ansprechen. Ich hätte es da unpassend gefunden, anders als wie Leia und Han Episode 6. Aber da hätte ich es einfach unpassend gefunden. Sie haben halt auch sehenden Auges, wie halt Saw Gerrera ihrem Tod entgegengeblickt. Und wussten zu dem Zeitpunkt ja aber auch nicht, ob tatsächlich die Pläne, der ganze Aufwand sich gelohnt hat. Ob jemand die Pläne dann wirklich bekommen hat.
Das fand ich das Dramatische eigentlich an dem Tod von sämtlichen Mitgliedern von Rogue One. Ja gut, dass sie gesendet wurden, das kriegen sie ja noch mit. Oben auf der Plattform oder nicht? Nee. Er fragt doch, oder sie fragt doch, meinst du, ob das irgendjemand zugehört hat? Und sie antwortet, ja, da bin ich mir sicher. Ah, okay, ja. Also sie können sich nicht wirklich sicher sein, dass das wirklich durchgekommen ist. Ach nee, Dings kriegt es ja nur mit, der Kontakt mit Redos hat. Genau. Bodhi? Nee, wie heißt der Pilot, ne? Genau. Bodhi ist der Pilot, ja. Ja, aber der kriegt es ja auch nicht mit, aber ist ja zu dem Zeitpunkt schon tot, ja. Na, nur Radus empfängt das halt. Ach ja, Radus schreit ja quasi nur blind runter. Wir haben es empfangen. Rogue One, möge die Macht mit euch sein. Ja, genau. Auch sehr episch. Ja, ne, die Macht ist allgegenwärtig. Das war so ein Leitspruch der Rebellion. Auch wenn es keine Jedi mehr gab zu dem Zeitpunkt offiziell. Aber sie kannten sie noch. Sie haben es noch erlebt, Jedi. Also ich muss gestehen, als ich diesen Film gesehen habe, hätte ich nicht gedacht, dass am Ende eigentlich die wichtigsten Akteure sterben. Ich kann da immer wieder ganz kurz auf Game den Schwing zu Game of Thrones machen, wo ich das sehr cool fand. Die haben ja mehr oder weniger für mich damit angefangen, alle Hauptcharaktere oder viele Hauptcharaktere aus dem Spiel zu nehmen. Ich finde, Disney hat in dem Film, oder ich sag mal, die Regie hat in diesem Film, die Story-Autoren haben in diesem Film damit echt, die haben die düster werden lassen dadurch nochmal und erwachsen wirken lassen, meiner Meinung nach. Und ich fand das eigentlich ähnlich wie Andrea sehr passend, dass am Ende eigentlich keiner überlegt hat. Und die dann, wo wir wieder bei Toden sind, die ja dann eigentlich diesen Opfer sich geopfert haben, damit viele davon profitieren können. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ja, und ich glaube, dass diese Szene auch, ich glaube, sie hatten ja eine Vorführung gemacht für die ganzen Aktionäre und Beteiligten, wo sie ja diesen fertigen Film ja schon mal gezeigt hatten, oder den Rohschnitt, wo sie dann sagten, so, das können wir aber so nicht machen. Deswegen gab es ja auch zu Rogue One tatsächlich ja dann auch Nachdrehs. Ja. Und diese Sterbeszene, soweit ich informiert bin, war ein Teil dieses Nachdrehs. Dass dann tatsächlich Disney gesagt haben, okay, so können wir es nicht machen, wir müssen sie tatsächlich sterben lassen. Oder diese Produzenten es gesagt haben. Oder Disney hat gesagt, okay, das ist zu einfach, zu sanft. Auf jeden Fall ist das deswegen halt nachgedreht worden, dass so ein bisschen mehr Dramatik reinkam. Und dieses Ende halt dann tatsächlich gekommen ist. Ich habe einiges gelesen gehabt, wo einige spekuliert haben, ob die Ghost aus Rebels die einsammelt. Und also da kann man sich ja mal vorstellen. War sie, glaube ich, sogar. Genau, sie kommt vor in auf Yavin, als sich alle bereit machen, nach Scarif aufzubrechen. Und sie kommt vor in der Raumschlacht kommt sie auch ganz kurz, wie sie aus dem Hyperraum springt, glaube ich. Genau. Und wo wir jetzt da gerade drüber sprechen, ich bin mit dem Ende völlig zufrieden. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass du so eine Szene hättest, wo die Ghost auf einmal ankommt und die dann einsammelt. Ich glaube, es wäre lustig gewesen, gerade mit dem Hintergrund von Rabbit, dass die auf einmal da auftauchen und ich würde gerade sagen Kanan, aber Kanan wird da, glaube ich, schon, jetzt spoilern wir hier ein bisschen, Kanan wird da wahrscheinlich dann schon Kanan ist zu dem Zeitpunkt schon tot, genau. Also kann das eigentlich dann nur Hera oder so sein, die ja auch übrigens erwähnt wird, Syndulla. Ja. Genau. General, ja, ne? Chopper ist auch zu sehen. Um nochmal ganz kurz. Ja, genau, Chopper ist, glaube ich, zu sehen. Mhm. Naja. Ja. Also, nachdem ich den Film 2-3 Mal gesehen hatte, also nicht nur im Kino, sondern auch hier im Wohnzimmer, habe ich mir mal ein, zwei Szenen genauer angeguckt gehabt, gerade zwischen Jin und zwischen Cassian. Die haben ja so Szenen, wo ich dann beim genauen Hinschauen dachte, da wirkt auf einmal so romantische Spannung. Ich glaube, die drücken sich einmal kurz die Hand, bevor sie rausgehen bei Scarif oder so. Und halt auch gerade am Ende diese Szene, wo sie sich dann nochmal angucken, sage ich mal. Da hatte ich auch ein bisschen die Befürchtung, oh nee, kommt da jetzt noch irgendwas Romantisches? Das passt jetzt eigentlich nicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie das ursprünglich einbauen wollten, weil so die ein oder andere Szene irgendwie meiner Meinung nach darauf hindeutet. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich denke auch, hätten sie noch 10, 20 Sekunden mehr gehabt,
Bestimmt. Ich glaube, die beiden wollten, sind sich näher gekommen und haben Gefühle aufgebaut. Gehabt. Ich bin so froh, dass das so geendet ist. Ich hätte nichts dagegen, mir ist das immer egal. Ich freue mich. Ja, hat den Film so ein bisschen kaputt gemacht. Ich glaube, das hätte ja auch Sinn, was heißt Sinn, in Anführungsstrichen gemacht, hätten die beiden überlebt. Dann hätte man sagen können, ja, sie lebten lange und glücklich bis am Ende, bis zum Ende der Tage sozusagen. Aber dadurch, dass sie auch nicht überlebt hatten, wollten sie, glaube ich, den Zuschauer dann nicht zu sehr. Ja, dann hätten sie noch irgendwie Erklärungsnot gekommen, wo sind die dann bei Episode 4, ne? Und ja, genau. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sie die rausgenommen haben. Ja. Wobei, naja, in Anführungsstrichen. Ja, man hätte schon irgendwas aufbauen können, klar. Also, das Welt, dieses Universum ist groß genug, aber. Okay, kommen wir zu der Szene, die eigentlich meines Wissens nach erst gar nicht geplant war in diesem Film, sondern erst nachträglich eingefügt wurde. Jeder weiß, um welche Szene es sich jetzt wahrscheinlich handelt. Um die wahrscheinlich spektakulärste Szene. Spektakulärste Szene im Jahre, ich sag immer jetzt nicht im Jahrhundert, aber es suchte schon lange seinesgleichen, diese Szene. Mit Darth Vader und seinem roten Lichtschwert. Du hörst erstmal diese Atmung. Du hörst erstmal diese Atmung und dann geht das Lichtschwert an. Bäm, da ist er. Gänsehaut pur. Schmettert dann da so mit dem Lichtschwert diese Blasterschüssel zurück und schmeißt die Leute gegen eine Wand und so. Mega cool. Ist ja so, da ist er. Yes! Man sieht ihn in Action. Ja, vor allen Dingen, der Todesstern hat gefeuert. Es ist vorbei, man weiß, alle sind tot. Die Kamera schwenkt ins Weltraum, in den Weltraum. Ich dachte, dass der Film zu Ende ist. Ich saß im Kino und dachte, wie schade. Ja. Die Rebellenflotte entkommt noch und dann, boom. Erst ein Sternzerstörer, wo sie alle gegenfliegen. Mhm. Oh, und dann Vader bereit zum Entern. Vor allen Dingen, das Schöne ist, die haben da auch wieder was aus dem erweiterten. Nein, das stimmt nicht ganz. Die haben dieses TIE-Enter-Schiff da eingespielt. Die Schiffe, die aussehen wie TIE-Bomber, sind eigentlich keine TIE-Bomber, sondern TIE-Enter-Schiffe. Die kommen schon in den Risszeichnungen seiner Zeit von Episode 4 bis 6 vor, haben aber nie irgendwie es auf dem Screen geschafft, sag ich mal. Ich bin mir nicht sicher, ob in Episode 5 kommt, glaube ich, das TIE-Shuttle vor, was so ähnlich ist. Aber das fand ich auch sehr geil. Ich fand das total mega, dass die so ein Schiff nochmal mit eingebracht haben. Klar, die Lambda-Klasse, die auch nochmal. Ich glaube, ich habe gerade die Szene hier an. Dieses Shuttle, was bewacht wird von vier anderen TIE-Jägern? Ja, zwei TIE-Jäger und dann müsste eigentlich auch zwei. Genau. Zwei. So Dinger, die sehen aus wie TIE-Bomber, sind aber keine Bomber, sondern Enter. Aber ist das nicht so ein Ding, was Vader geflogen hat in. Nee, das ist der Tor, oder im Deutschen heißt. Das ist der Teil im Kintu, den er geflogen hatte. Okay. Und der sieht nochmal ein bisschen anders aus. TIE Advanced, ja, TIE Advanced Mark II. Oh, okay. Ja, im Prinzip sieht es aus wie ein Bomber von hinten. Also, es ist für jemanden, der das jetzt nicht genau weiß, ist es eigentlich kein Unterschied, aber es kann ja in dem Moment nur das TIE Enter-Kommando oder das TIE Enter-Schiff sein. Ja. Und ich fand das cool. Also. Neben das, was André hat schon alles erzählt eigentlich zu der Szene. Ja, alles. Also von der ersten, ne, die Türen klemmen, die kommen nicht durch und die Dramatik und dann Ruhe. Und dann, geil. Oh, und dann geben sie nur noch diese Baupläne weiter und das Schiff löst sich und du siehst die Tentifier. Da siehst du noch die Leia und ist so, cool. Ja. Eure Hoheit? Die Übertragung, die wir empfangen haben. Was hat sie zu bedeuten? Hoffnung.
Ich finde den Spruch auch gar nicht so kitschig am Ende, dass so, was bedeuten diese Pläne oder was bedeutet das? Hoffnung. Nee, also wenn da irgendwo es ist kann man nichts gegen haben. Aber nein, als bekennender Imperialer oder Sith oder sonstiges, alles was auf der dunklen Seite ist, selbst ich war von diesem Spruch zutiefst ergriffen und er passte so gut zu Leia und zu der Rebellion und was wofür sie steht, kann man nichts gegen meckern. Wirklich nicht. Weil es ja das aufgegriffen hat, was ja auch innerhalb dieses Gesprächs mit dem Jedi, mit dem Rebellionsgremium da war, wo Erso dann, also Jin gesagt hat, Rebellion entsteht aus Hoffnung. Und da haben sie das ja nochmal aufgegriffen, sage ich mal, mit diesem Satz. Ja, aber Jin hat ja diesen Spruch ja zum Beispiel auch von Cassian, den er ja, glaube ich, auf Jedi gesagt hat. Ja. Sie hat das mehr oder weniger geklaut, das stimmt. Die hat ja auch einen starken Jin hat ja auch einen starken Sinneswandel innerhalb des Films von am Anfang, ich habe eigentlich kein Interesse an der ganzen Geschichte, wenn ich mir die Banner nicht angucke, sehe ich sie nicht, zu ich bin hier die Frontkämpferin. Ja, das fand ich auch sehr cool. Also die Charaktere machen da teilweise einen ganz schönen Sprung, das ist ziemlich cool. Ja. Und K2 schloss auch tatsächlich Jin dann irgendwann auch ins Herz, ne? Aber nur, weil es Cassian ihm befohlen hat. Ja, wobei, nee, mit dem Blaster da, das stimmt. Da hat sie ihn dann, glaube ich, auch gehabt. Nein, aber auch, wie gesagt, schon alleine diese ganze Endszene, schon allein dafür hat sich dieser Film gelohnt für mich. Ja. Ist auch genau die richtige Mischung, Mischung an, was von Vader vorkommt, Todesstern, gut, das wären jetzt alles Szenen gewesen, die jeder Fan immer sehen würde. Aber sie sind halt genau im richtigen Maß, dass der Film nicht langweilig wird auf die anderen Charaktere. Ja, du hast genug von Tarkin und Vader, also von bekannten Charakteren gesehen, ohne dass sie sich zu sehr aufdrängen in den Vordergrund. Das haben sie echt ganz gut hingekriegt, das sehe ich auch so. Haben sie schön leicht eingefügt. Ja, und dann dieser Abschluss. Danke dafür, dass der Herr Gareth Edwards, der Regie geführt hat, das umgesetzt hat so. Und Kathleen Kennedy es geschafft hat, das nicht zu verhunzen. Ich fand auch die Musik wieder sehr gut. Auch Michael Ciacchino, der Italiener, nehme ich an. Ja, sensationell. Das ist der erste Film beziehungsweise ohne, ich sage bestimmt wieder irgendwas Falsches, John Williams. Aber Solo kam ja erst später. Genau. Genau. Also John Williams war tatsächlich eher der Berater gewesen. Der steht mit drin, ja. Titelmusik halt, als Originaltitelmusik. Ja, natürlich, weil er ja von ihm Teams übernommen hat, ne, so wie der Imperial March oder auch das Rebellen, was für Rebellen steht und so. Aber die eigene Musik, die er, der Italiener, komponiert hat, fand ich auch schon sehr ergreifend. Ja, passte halt einfach. Krasser Film. Ein sehr, sehr guter Film. Der wird auch nicht so schnell in Vergessenheit geraten, wie vielleicht. Glaub ich auch nicht. Aber ja, passend wird mir jetzt hier gerade angezeigt, was als nächstes auf dem Programm steht. Eine neue Hoffnung. Ich hoffe, ihr seid noch fit, um das noch ein paar Wochen durchzuziehen hier. Auf jeden Fall. Ja, natürlich. Auch wenn unsere Clique hier ein bisschen geschrumpft ist. Der Sebastian, ach siehst du, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ganz kurz, das füge ich jetzt noch mit ein. Ich wiederhole kurz, was Sebastian geschrieben hat. Aber kurz zu meinem Statement. Rogue One, mega geiler Film. Und die Szene, wo der Todesstern die Oberfläche zerstört, einfach mega krass. Gut zusammengefasst. Genau. Muss ich sagen, gut, jetzt Negative habe ich jetzt nicht gefragt, ob er irgendwas negativ fandet, aber wahrscheinlich nicht. Ich bezweifle es bei so einer Aussage. Ja. Ich bezweifle es. Ja, also ich muss gestehen, ich hoffe, dass Rogue Squadron auch in die Richtung geht. Also das wäre so mein Highlight, ehrlich gesagt, in den nächsten... jetzt kann ich ja in den nächsten 3 Jahren sagen, also wenn der Film in die Richtung geht. Wenn wir spätestens bei dem ersten Teaser oder irgendwelche Informationen haben, welcher Zeit... Aha, also ich gucke...
Ich gucke also, die auf jeden Fall, ne, die Teaser und Trailer. Ich werde mich auch sowas von spoilern lassen, sobald irgendwas davon überhaupt irgendwo kommt. Wir werden es analysieren, hier auseinandernehmen, sobald irgendwas Neues auf den Markt kommt. Und wenn es 3 Stunden dauert, die Folge, ist dann auch egal. Ja, jetzt wollten wir eigentlich noch ganz kurz Endor, die Serie, besprechen, was ja quasi wieder vor Rogue One spielt. Mhm. Wir wissen, K2SO ist nicht dabei. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre vor den Ereignissen jetzt stattfinden, bevor sie ihn entdecken, umprogrammieren. Mhm. Ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen, ob es so ein Spionage-Thriller wird. Nur ihn vielleicht sehen. Vielleicht sehen wir den Weg, wie er zur Rebellion gekommen ist und wie er dieses Netzwerk von Spionen quasi aufbaut. Da habe ich mir auch was zu notiert, und zwar zum Beispiel, dass er undercover beim Imperium sich einschleicht, so wie Ezra es mal gemacht hat. Oh. In Rebels. Ich glaube eher, dass er vielleicht sogar vom Imperium kommt. Dass er da vielleicht sogar das glaube ich nicht. Ja. Es gibt ja schon ein bisschen Backup von ihm oder Hintergrundsachen. Background, nicht Backup, Background. Und ich glaube, wir hatten das in unserer allerersten Podcast-Folge, als wir über die Serien gesprochen haben, da habe ich das schon angesprochen. Der kommt ursprünglich von den Separatisten. Okay. Der gehörte ursprünglich zur Konföderation der unabhängigen Systeme und hat gegen die Republik, beziehungsweise er war da noch ein Kind. Und das sagt er ja auch in Rogue One, dass er, manche Leute haben sehr früh angefangen zu kämpfen oder sowas ähnliches. Ich bin jetzt über den genauen Wortlaut nicht 6 Jahre alt bin. Genau. Und ich vermute mal, dass die Serie vielleicht die ein oder andere Rückblende auf diesen Kampf hat. Und was kannst du groß machen? Ja, also ich denke mal schon, dass es in die Richtung Spionage gehen wird, weil er ist ja offensichtlicherweise ein Spion. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich, wie er zum Rebellion, ja klar, er muss der Rebellion ja auch irgendwie beigetreten sein. Vielleicht wird das thematisiert. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht einer dieser Missionen thematisiert wird, warum er das ausspricht in Rogue One, dass sie nicht stolz auf die bösen Dinge sind, die sie getan haben. Also ich kann mir vorstellen, dass das wirklich so eine Grauzonen-Serie wird. Und ja, vielleicht kommt es ja tatsächlich, dass er auch mal so eine imperiale Einrichtung infiltriert und da vielleicht interessante Sachen macht. Ist natürlich für manche wahrscheinlich schade, und man weiß, wo er enden wird, aber ich denke, das wird der Serie auch den Erfolg wahrscheinlich nicht nehmen. Wir sowieso nicht, wir werden das gucken. Ja, gut, aber das wusste man bei Clone Wars ja auch. Oder auch, da wussten wir auch. Ja, persönlich finde das jetzt gar nicht so schlimm, dass du weißt, wenn du die Serie guckst, am Ende wird Endor nicht mehr da sein. Aber ich auch nicht, nein, um Gottes Willen, nein. Ich sagte für manche, nicht für mich. Ja. Ist ja gut. Ja, deswegen, also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf diese Serie. Ich freue mich da auch drauf. Also es ist Imperium gegen Rebellen. Ich weiß, Matze, du müsstest eigentlich lieber andere Dinge sehen, aber mich holt das auf jeden Fall immer ab. Also ich freue mich da auf jeden Fall auch über diese Zeitlinie. Und es spricht ja auch dann da nichts dagegen. Man weiß es nicht, wie man alles einbauen könnte, ja, in diese Serie. Ja. Vielleicht sehen wir Ahsoka in jungen Jahren, weil er hat ja auch diesen Fulcrum als Decknamen, und sie war ja quasi die erste Fulcrum, soweit ich das mal gehört habe. Ich bin mir nicht sicher, also ich glaube, schwierig, also mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir Ahsoka nicht sehen werden. Also ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht haben wir ein paar Leute auch von der Ghost, also aus Rebels vielleicht, die in der einen oder anderen... Saw Gerrera könnte vielleicht nochmal auf die eine oder andere Weise vorkommen. Oder ja, erwähnt werden zumindest. Aber ich glaube, Ahsoka, ich glaube nicht, dass sie sie mit einbringen, weil du hast sie schon in Mandalorian, du hast eine eigene Serie über Ahsoka. Ich glaube, wenn sie die jetzt auch noch bei Andor reinpacken, dann hast du ein bisschen zu viel von ihr. Es ist mein Gefühl, kann natürlich sein, dass ich mich völlig täusche. Syndulla? Das könnte ich mir schon vorstellen. Genau, dass du vielleicht da Leute hast, dass es in die Richtung geht. Nee, ja, die nicht ganz nicht. Nein. Warum? Ich finde es cool, so Gedanken. Weil die nicht Teil der Rebellion sind zu dem Zeitpunkt schon. Genau. Die sind doch so ein eigener Haufen am Anfang. Genau, die waren ja nur auf Flossel aktiv damals. Die sind ja dann erst später während der Rebels-Serie dann angegliedert in die Rebellion.
Ich habe jetzt schon ein ganz großes Problem mit diesen ganzen Zeitlinien. an Obi-Wan denken muss, die Serie. Ja. Okay, Obi-Wan in Jung nach Episode 3, das kriege ich, glaube ich, noch gebacken. Aber wenn ich jetzt... Endor ist vor Episode 4, also auch nach 3, zwischen 3 und 4. Ja, genau. Also, ich sag mal, wenn sie da jetzt nicht CGI-technisch, man muss ja auch die Schauspieler sehen. Wir haben Cassian, wir haben Ian McGregor in dem Fall halt für Obi-Wan. Die Serien selber können ja der Großteil meiner Meinung nach nicht viel mehr vor Episode 4 spielen, weil die, na gut, nehmen wir mal Ian kurz mit raus. Also das kann auch durchaus vielleicht 10 Jahre davor spielen, weil der Charakter ist, der sieht ja auch älter aus. Mhm. Die Charaktere sehen ja auch älter aus. Und wenn man das nicht irgendwie nachaltert mit CGI, verjüngt mit CGI oder mit entsprechenden anderen Mitteln. Ja, es ist durchaus möglich, ja klar, natürlich. Aber ja, und man weiß ja auch nicht, oder wann die Rebellion beginnt, gleich nach Episode 3. Also gut, jetzt nicht gleich, aber du hast das wird ja bei Rebels im Prinzip erklärt, dass du verschiedene Splittergruppen hast. Es wird ja auch die Gruppe von Dodonna, von General Dodonna erwähnt, der da mit seinen Nibelon B-Fregatten da dann seinen Beitrag hat. Du hast die Ghost Crew, die dann der Rebellion joint. Also es gibt viele Splittergruppen und ich vermute mal, dass bei Endor vielleicht genau eine solche Splittergruppe erstmal im Vordergrund steht, die sich vielleicht dann auch die aus den Separatisten geboren wird, sozusagen, und sich dann in die Rebellion einführt. Ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt in irgendeiner Weise thematisiert wird und dann vielleicht sogar so ein bisschen Geburt der Rebellion vielleicht sogar angesprochen wird, was du im alten Kanon ja hier mit Galen Marek, dem Schüler von Darth Vader, Starkiller. Wie heißt denn die Serie? Ich komme gerade nicht drauf. Die beiden Spiele. Force Unleashed? Ja, genau. Was du in Force Unleashed hat. Vielleicht wird sowas thematisiert, die Geburt der Rebellion in irgendeiner Weise. Gut, du hast es schon in Rebels, natürlich, aber vielleicht hast du es jetzt auch mal in... Vielleicht kommt es da auch vor. Kann ich mir auf der einen oder anderen Seite auch vorstellen. Gesehen hat, ne? Das darf man nicht verlangen. Auch als Star Wars-Fans darfst du nicht von verlangen. Ja, natürlich. Rebels gesehen. Deswegen lassen wir uns doch einfach überraschen, weil im Moment gibt es einfach noch viel zu wenig Informationen dazu. Ja. Nur, dass wohl die Dreharbeiten angefangen haben und dass es wohl die ersten Bilder von Cassian geben soll. Ich selbst habe sie noch nicht gesehen, aber ich lasse mich da auch gern überraschen. Und nimmt man Diego Luga diesen Bart runter, da sieht er auch, könnte er auch als jüngerer Cassian Endo durchgehen. Ja, natürlich. Also es gibt da ja genug Möglichkeiten, jemanden zu verjüngen, das ist ja schon richtig. Haben wir ja an Luke gesehen. Genau. Nur ich muss, um das noch ganz kurz abschließend zu sagen, ich muss halt immer an, dadurch, dass ich es jetzt auch vor Weihnachten gesehen hatte, an Herr der Ringe und an Hobbit denken. Und wie heißt der Schauspieler von Gandalf? Ian McKellen. Ja, genau. Und du siehst es ihm halt in Hobbit an, dass der Film halt 10 Jahre später spielt, weil der halt einfach völlig älter aussieht. Ja. Und klar, man weiß es auch, das ist halt auch immer so eine Sache, so ein bisschen auch wie mit dem CGI mit Targan und so. Ja, du hast natürlich völlig recht, lassen wir uns überraschen. Genau. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir es für heute gut sein. Es war ja auch wieder lang genug. Danke an die Hörer, dass ihr bis jetzt noch dran geblieben seid, um euch das hier anzuhören. Uns hat es mal wieder Spaß gemacht, denke ich mal. Also mir hat Spaß gemacht. Ja. Yep. Auf jeden Fall. Aber sowas von. Obwohl ich jetzt auch schon so langsam nicht mehr sitzen kann. Ich bin auch schon aufgestanden, ehrlich gesagt. Ich glaube, ja, auch so. Dann bleibt mir erstmal nichts zu sagen, als ich wünsche euch eine wunderschöne Woche noch. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Bleibt gesund da draußen und möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ich bin eins mit der Macht und die Macht ist mit mir. Ich bin eins mit der Macht und die Macht ist mit mir.